Ton. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Pressesalon des österreichischen Journalistinnenclubs. Gleich zu Beginn, der Herr Ingenieur Lugner hat sich nicht sehr verändert, aber hat uns leider Gottes sehr kurzfristig abgesagt, wobei ich ihn heute eh nicht zum Opernball befragen wollte. Aber ich habe einen sehr interessanten Gast bei uns, einen Magister Walter Tribusch. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns eine Zeitreise in die vergangenen Jahrzehnte der österreichischen Radiogeschichte zu machen. Eingangs möchte ich noch erwähnen, wir haben ja mit dem Dokufunk, mit dem Dokumentationsarchiv Funk auch eine Kooperation abgeschlossen, wo wir gemeinsam mit dem österreichischen Journalistinnenclub auch die österreichische Rundfunkgeschichte erforschen wollen und gleichzeitig hier auch Radiopionieren und auch Zeitzeugen die Möglichkeit zu geben, ihre Erinnerungen für die Ewigkeit festzuhalten. So wie Sie zum Beispiel aus einer sehr interessanten Epoche, Anfang der 90er Jahre. Zu Beginn möchte ich zur Einstimmung zu unserer Zeitreise Ihnen einige wichtige Ereignisse der 80er Jahre mitteilen. Die wollte ich auch den Herrn Baumeister fragen. Vielleicht können Sie auch zu der einen oder anderen Frage etwas sagen aus der Zeit. Also beginnen wollte ich im Jahr 87. Und zwar hat damals der Herr Lugner das Grundstück erworben, die sogenannte Rote Fabrik. Das war das Galvano-Werk am Gürtel, wo dann später die Lugner City entstanden ist. Die Lugner City spielt bei Radio CD ja auch eine gehörige Rolle in den 90er Jahren. Auch für uns, für unseren Verein, eine sehr interessante Epoche, weil wir hatten ja knapp 10 Jahre dort auch das Clublokal in der Lugner City. Und auch hier im Jänner haben wir heuer 20 Jahre Blutgasse gefeiert. Wir sind ja damals 2002, 2003 aus der Lugner City ausgezogen und haben hier jetzt unser Vereinslokal. Um ein bisschen, die damalige Zeit vielleicht nicht bewusst erlebt haben, sich in die Stimmung reinzubringen, was hat sich damals so Ende der 80er Jahre abgespielt, möchte ich Ihnen einige Ereignisse hier vorlesen, die damals prägend waren, auch für die österreichische Medienlandschaft und auch in den umliegenden Ländern. Ich steige gleich ein ins Jahr 1988. Ein Radiosender aus Ungarn, den vielleicht noch kennen, den sogenannten Radio Danubius, hat exakt am 15. April 1988 in Sopron seinen UKW-Sender von 102,0 MHz in Betrieb genommen. Radio Danubius war vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Ungarn ein Feriensender für den Balaton, die Sie vielleicht nicht an die Zeit erinnern können. Damals haben sehr viele DDR-Bürger immer im Balaton im Sommer Urlaub gemacht und es war auch sozusagen ein heimlicher Treffpunkt zwischen Ost und West. Das heißt, alle Familien, die damals zwischen DDR und BRD zerrissen waren, konnten sich offiziell am Balaton im Sommer treffen. War auch ein sehr günstiger Urlaubsort für die Österreicher. Und so ist eigentlich dieser Radio Danubius entstanden. Der wird dann noch später eine Rolle spielen. Deswegen wollte ich nur diesen Zeitpunkt Ihnen noch mitteilen, dass eigentlich im Sommer 88 schon eine gewisse Epoche begonnen hat, wo deutschsprachiger Rundfunk nach Österreich eingestrahlt hat. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ja das noch nicht bei uns. Dann kommt das große Schicksalsjahr 1989. Ein dramatischer politischer Umbruch in Europa hat stattgefunden. Und dort hat es für Österreich, glaube ich, insofern auch für die Radiogeschichte, wo ich dann nachher zu Ihnen komme, eigentlich sehr interessante Ereignisse gegeben. Zum Beispiel am 27. Juni 1989 das berühmte Foto, wo der Grenzzaun durchgeschnitten wurde. Manche, die es vielleicht wissen, es war eine nachgestellte Szene, weil die Ungarn haben ja schon vorher begonnen, den Zaun durchzuschneiden. Und dann hat man gesagt, na, eigentlich brauchen wir ein historisches Foto. Dann hat man den Herrn Mock und den Gyula Horn genommen, fahrt dann mal zur ungarischen Grenze und macht bitte für die Presse diese berühmten Fotos, wo es den Grenzzaun durchschneidet. Am 1. August 1989 hat dann die Antenne Austria, das war sozusagen ein ähnliches Pendant zur Radio CD, begonnen, über Sopron nach Österreich deutschsprachig für den österreichischen Markt einzustrahlen. Das war schon eigentlich der erste Beginn. Und in diesem Sommer das berühmte paneuropäische Picknick am 19. August, wo in der Nähe von Sopron für kurze Zeit der Zaun geöffnet wurde und viele DDR-Bürger nach Österreich geflüchtet sind. Und das war eigentlich fast schon die Initialzündung für die weiteren Ereignisse dann im Herbst. Ungarn hat dann am 11. September die Ausreise für die DDR-Bürger ermöglicht. Der deutsche Außenminister Genscher war am 30. September 1989 in der Prager Botschaft, wo sich viele DDR-Bürger hingeflüchtet haben und eine Ausreise verlangt haben. Und die berühmte Rede von ihm am Balkon hat gesagt, ihr könnt alle in die BRD einreisen mit Sonderzüge. Und dann hat das Ganze mehr oder minder in diesem Zeitraum eine Eigendynamik bekommen.
bis dann am 9. November 1989 der Mauerfall war. Und irgendwann in diesem Zeitraum dazwischen haben sich da ein paar Personen in Österreich zusammengefunden und haben irgendwie die Idee gehabt, wir machen ein Privatradio, was aus der damaligen Tschechoslowakei nach Österreich einstrahlt. Und da möchte ich Sie gerne vorstellen, Herr Magister Walter Tribusch, Sie waren ja damals Inhaber einer Werbeagentur. Und ich hoffe, habe ich richtig recherchiert. Es hat da einen Filmproduzenten gegeben, einen Kurierredakteur, einen Schrackchefingenieur und einige Leute, die sich scheinbar, Sie werden es gleich erzählen, in einem Wirtshaus beim Heurigen, keine Ahnung wo, getroffen haben und gesagt, jetzt machen wir Privatradio, was aus der Tschechoslowakei einstrahlt. War das damals so? Sie haben den wesentlichen Teil getroffen. Die Einzelheiten sind ein bisschen anders gelaufen. Und wenn ich jetzt das Wort habe, dann würde ich damit auch gleich beginnen wollen. Wir haben natürlich nicht, wie es überall im Internet steht, 1990 zu senden begonnen. Aber das Radio wurde bereits 1989 geplant als solches. Die ursprüngliche Idee als solches geht zurück auf den von Ihnen angesprochenen Kurierredakteur. Den Namen würde ich nicht sagen wollen, der hat sich nämlich zurückgezogen, weil er Schwierigkeiten erwartet hat innerhalb seiner damaligen Gruppe. Und ich beschränke mich darauf, ihm zu sagen, dass er eine Initialzündung gemacht hat. Die Initialzündung von ihm hat da so ausgesehen, dass er völlig zu Recht gesagt hat, alleine kann ich so etwas nicht tun. Ich brauche entsprechende Kompagnons, Personen, die aus den verschiedensten Bereichen kommen sollen, und hat begonnen, hier diese Personen zusammenzustellen. Der erste, den er angesprochen hat, war ein Kollege von ihm, der von der Kronenzeitung gekommen ist und im Verkauf tätig war. Und dieser Verkäufer ist wiederum zu mir gekommen. Ich habe die Werbeagentur, wie Sie völlig zu Recht ermittelt haben, betrieben. Und er hat mir damals Anzeigen verkauft und hat gesagt, du hättest du nicht Interesse, da haben wir eine Idee, wir wollen eigentlich Radio machen. Und zwar Radio, das nach Österreich einstrahlt. Österreich, darf ich vielleicht noch in Erinnerung rufen, war zu diesem Zeitpunkt noch ein Monopol, ein ORF-Sendemonopol. Es gab die Möglichkeit, Privatradio zu betreiben, eigentlich nur vom Ausland. Österreich war mit Albanien das einzige Land in Zentraleuropa und in Südosteuropa, die so etwas gehabt haben. Jedenfalls hast du nicht die Idee, ein Radio zu machen. Da habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Radio lebt ja letzten Endes von der Werbung und daher habe ich auch eine Funktion gehabt in dieser Konstellation. Ich werde dafür sorgen, dass wir eben entsprechend Werbung bekommen werden. Es wird aber noch zu wenig sein. Er hat gesagt, wir brauchen erstens ein bisschen Geld und wir brauchen einen Techniker und wir brauchen auch jemanden, der ein bisschen was vom Radio selbst versteht. Und um genau das zu erreichen, haben wir jemanden engagiert, einen Teilhaber an einer Baugesellschaft, der ein bisschen Geld zur Verfügung hatte. Wir haben einen Techniker engagiert, das war der Peter Düll, der lebt heute noch, der hat sicher nichts dagegen, wenn ich das sage, ist in Pension. Und der das Ganze von der radiotechnischen Seite her betreiben sollte oder betreiben helfen sollte, war der Ronald Vaughan, ein junger Mann, der nicht mehr ganz jung mittlerweile schon unter der Erde liegt. Der ist auch schon gestorben, leider Gottes. Aber der hat für den ORF Produktionen gemacht, Videoproduktionen, kannte aber natürlich Gott und die Welt. Unter anderem auch, wenn ich von Gott spreche, Gotthard Rieger, den wir dann schließlich als Programmdirektor gewinnen konnten als solches. Also das war die Gruppe. Noch einmal Düll, Vaughan, Schuster, das war der Bauunternehmer, Jada und ich, also die fünf haben das gemacht. Der Kurierredakteur hat zwar das Ganze initiiert, ist aber, bevor wir auch nur eine Sekunde gesendet haben, ausgestiegen. Er hat gesagt, Freunde, seid mir nicht böse. Aber mir wurde gesagt, ich darf nicht oder ich soll nicht und was immer auch. Und das ging bis hinauf bis zum Raiffeisenpost damals, der Kurier-Miteigentümer war, der gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass du da mitmachst bei der ganzen Partie. Also der ist damals nicht mehr dabei gewesen. Und wir fünf haben uns dann auf den Weg gemacht in die Slowakei, weil wir gewusst haben, dass das haben wir schon... Darf ich noch kurz fragen, bitte? Wann genau war das 1989? Also bitte mich auf Daten, also kann ich mich nicht so genau festlegen. Ja, nein, es war Spätsommer, Anfang Herbst. Also es ist dann sehr schnell gegangen dafür, dass man ein Radio zusammenbringen konnte. Wir haben auch ein bisschen Glück dazu gebraucht. Das Glück war die samtene Revolution, wie es so schön heißt, wo alles etwas geöffnet worden ist. Jedenfalls,
dieser Kurierredakteur hat gesagt, also wir müssen jetzt schauen, dass wir eine Sendelizenz kriegen in der Slowakei, dass wir eine Frequenz bekommen, über die wir nach Wien hineinstrahlen können. Und so haben wir uns, wie alle damals es mussten, angemeldet. Wir waren noch in der kommunistischen Ära, wo alles zu war. Wir haben 2 Stunden bei der Grenze gewartet, dass wir hineingekommen sind. Und auf der anderen Seite wurden wir dann in Empfang genommen von einem Herrn Čapkaj, Dr. Čapkaj, der war Botschafter der Slowakei oder der Tschechoslowakei damals noch in Bulgarien und sprach ganz, ganz hervorragend Deutsch. War eigentlich in Pension und hat uns damals eigentlich den Dolmetsch gemacht, wenn man so schön sagen kann. Zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls eine ausgezeichnete Sprachenspezialistin war. Ich glaube, sie hat sogar in diesem Fach gearbeitet, die uns dann in weiterer Folge bei den Übersetzungen geholfen haben. Also diese beiden Čapkajs, beide sind tot, deswegen kann ich das mit aller Ruhe jetzt sagen, haben uns dann zum Slowakischen Rundfunk gebracht. Das war ein kommunistischer Direktor, der diesen Slowakischen Rundfunk geleitet hat in Bratislava, der uns mit einer bitteren und finsteren Miene empfangen hat, so als ob wir Schweinebeine verkaufen wollten. Aber das war nicht der Fall. Wir haben gesagt, wir hätten gern von Ihrem Sender aus, wir wissen, Sie haben da Demski Kogel, Demski Kobila hat das geheißen, einen Sender und über diesen Sender würden wir gerne ein Programm ausstrahlen, das Wien erreicht und wir werden dann von Wien aus versuchen, das entsprechende Geld dafür zu organisieren. Wie sollte das Ganze, vielleicht wenn ich hier einen kleinen Einschub mache, das Ganze war ja auch ein rechtliches Problem, muss man sagen. In Österreich war es verboten, ein Privatradio zu betreiben, daher war auch eine Einstrahlung mit dem Ziel, Werbegeld zu generieren, als solches eigentlich auch verboten. Das heißt, wir haben uns da mit Rechtsanwälten beraten und das Ergebnis war eine GmbH, die Drehscheibe GmbH, die eine Werbeagentur war. Der Hintergrund ist der, Werbung durfte man auch in Österreich vermitteln und ob wir Werbung an ein Medium in Österreich oder an ein Medium im Ausland vermittelt, war eigentlich egal, das war vom österreichischen Recht her erlaubt. Und so haben wir das Ganze konzipiert und sind als Werbeagentur aufgetreten. Also auch so ungefähr war die Konstruktion. Das haben wir auch dem kommunistischen Direktor in Bratislava so erzählt und haben gesagt, wir hätten hier eine Chance und er hat auch eine Chance, entsprechendes Geld natürlich dabei zu verdienen. Dann hat er gefragt, na, wie viel schaut für mich heraus? Wir haben dann, muss ich glaube ich, 1 Million Schilling im Monat oder so irgendwie gesagt, kann er haben. Das hat er gesagt, zuerst einmal so im Kopf gebeutelt. Der war ungefähr 70, glaube ich. Ja. Also für meine Begriffe damals etwas alt. Mittlerweile habe ich selber schon fast dieses Alter erreicht. Aber man hat das Gefühl gehabt, er möchte vielleicht ausprobieren und so weiter. Jedenfalls, das Ganze ging so 2 Monate ungefähr hin und her. Wir sind noch 2-3 Mal drüben gewesen, um mit ihm über Details zu sprechen. Und plötzlich, die samtene Revolution war eigentlich schon im Entstehen, kam ein Anruf von ihm, der ist interessanterweise eben bei mir gelandet. Wir hatten innerhalb dieser, ich bin zwar der Geschäftsführer von dieser GmbH gewesen, aber wir haben uns da nicht darauf geeinigt, dass einer mehr zu reden hat als der andere, sondern über halt der Primus inter pares. Und wie auch immer, ruft an, kommen wir rüber, wir machen einen Vertrag. Dann hat er gesagt, na, schauen wir mal, was geht. Und dann habe ich gesagt, schauen wir mal, was geht. Wir haben mit 1 Million begonnen und dann haben wir geschaut, was gegangen ist. Wie auch immer, er hat mit uns den Vertrag gemacht, einmal probeweise, hat er gesagt, machen wir es. Und ich habe gesagt, probeweise geht auch nicht, weil wenn wir Radio machen, dann soll das professionell passieren. Nicht so wie andere Vorgänger von uns. Da gab es also im Süden, in Italien welche, da gab es am Dreiländereck von Kärnten den Willi Weber als solche. Slowenien, MM2 auch und wie auch immer. Wir haben die Absicht, hier jemanden vom ORF zu engagieren und der muss also eine fixe Zusage bekommen, sonst geht er vom ORF nicht weg. Also er hat gesagt, gut, 5 Jahre sind auf jeden Fall einmal drin, machen wir. Und wie auch immer, wir haben den Vertrag mit diesem Direktor des Slowakischen Rundfunks gemacht, sind brav zurückgefahren, haben gejubelt, haben uns unterwegs vielleicht noch ein Bierchen gegönnt oder auch ein zweites und waren eigentlich glücklich und zufrieden, dass wir jetzt den ersten Schritt geschafft haben.
Nächsten Tag kommt die Meldung, der Direktor des Slowakischen Rundfunks wurde abgesetzt. Die Revolution. Aber nicht wegen dem Vertrag, ja. Nicht, er hat den Vertrag deswegen gemacht, weil er gewusst hat, dass es ihn dass am nächsten Tag nicht mehr Direktor sein würde als solches. Und die Agenten für den Slowakischen Rundfunk hat jetzt der Direktor von Prag übernommen, der ein Revolutionär eigentlich war. Also jemand, der aus dem Lager von Pavel Kochut gekommen ist und sich entsprechend versucht hat zu regenerieren, worauf das ganze Theater wieder von vorne begonnen hat. Wir haben wieder unsere Dolmetscher genommen, die wir in der Slowakei hatten. Die konnten natürlich nicht nur Slowakisch, sondern auch Tschechisch und sind nach Prag gefahren. Die Frau Čapke, die damals die Prag-Partie übernommen hat eigentlich anstelle ihres Mannes, hat uns schon gesagt, aber wir brauchen gar nicht so hinkommen, sondern eine goldene Füllfeder muss auf jeden Fall drin sein für den neuen Direktor, die sollen wir dann dort liegen lassen auf dem Tisch, wo wir eventuelle neue Verträge unterschreiben. Denn diese Voraussetzung als solches ist eigentlich der Grund, dass wir überhaupt ernst genommen werden, wenn wir das machen. Also wie auch immer, wir sind in Prag gewesen und der neue Direktor beginnt auf einmal Englisch zu reden an. Wir haben gedacht, das wird wieder übersetzt so. Und wir haben uns angeschaut und ja, ich habe dann halt dann zu reden angefangen, auch auf Englisch. Ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt, deswegen ist mir das nicht allzu schwer gefallen. Und das war für mich auch, oder für uns war das mehr oder weniger dann die Entscheidung, dass ich da der Primus inter pares weiterhin sein sollte und dass ich die Unternehmung Radio zu führen hätte für alle. Jedenfalls haben wir mit dem, der war, für den war das ein neues Projekt, der war Delegierter des tschechisch-slowakischen Rundfunks in Paris gewesen, ist von Paris zurückgeholt worden und wurde nun eben als einer der Neuen gehandelt. War eh nur 3 Wochen, weil dann ist schon wieder der Nächste gekommen dort. Aber er ist als einer der Neuen dort gewesen, der das Ganze zu regeln hatte. Jedenfalls nicht bei diesem Treffen, aber beim darauffolgenden Treffen wurde dann der Vertrag endgültig unterschrieben, auch in Prag unterschrieben und damit war alles in gemachter Sache. Wir konnten jetzt an die Gestaltung des Radios herangehen und sind mittlerweile so im Dezember ungefähr 89 angekommen gewesen. Es war nicht mehr viel Zeit und es war auch relativ schwierig, jetzt ein fertiges Radioprogramm auf den Tisch zu legen als solches. Jedenfalls kann ich mich noch an nur um diese Zeit noch ein bisschen zu umreißen, an eine kleine Episode erinnern. Wir waren wieder mal in Bratislava, haben uns die Studios dort angeschaut, haben die Leute zugeteilt bekommen vom Slowakischen Rundfunk. Wir haben 2 Studios gekriegt in diesem Rundfunkgebäude. Das ist eine auf den Kopf gestellte Pyramide. Und wir mit denen sprechen konnten. Die konnten auch ein bisschen Deutsch als solches. Also da wurde abgeklärt, wie das alles ablaufen soll, wer vor Ort sein muss, selbstverständlich die Moderatoren, aber auch damals gab es noch nicht die automatische Musikprogrammierung. Wir mussten eigene Programmierer haben, die aus einem Plattenarchiv die Platten ausgesucht haben, das Ganze zusammengeschrieben haben und aufgrund dieser zusammengestellten Liste wurde dann das Radioprogramm abgespielt in Kooperation mit dem Moderator, der mit dem Techniker das arrangiert hat als solches. Jedenfalls saßen wir dann wieder in Bratislava, dort im Kaffeehaus. Wir haben wieder irgendwas gefeiert. Gefeiert haben wir relativ viel in dieser Entstehungsphase. Und einer von den 5, die wir dort waren, hat dann den denkwürdigen Satz geprägt: Jesus, na schaut euch das an, wir sitzen da herinnen, trinken Kaffee und draußen ist die Revolution. Und genauso war es auch letzten Endes. Die Leute sind dort auf der Straße gestanden, haben mit dem Kommunismus eigentlich zumindest verbal abgeschlossen und haben gemeint, die Welt würde eine andere werden. Sie würden sich langsam heranpirschen an den Wohlstand, den sie von der westlichen Seite her schon gekannt haben. Wie auch immer, der nächste Schritt, den wir dann unternommen hatten zwischen Weihnachten und Neujahr, hat sich nicht viel abgespielt. Aber danach vielleicht nur kurz zu dem Zeitpunkt noch ein paar Meilensteine einwerfen. Ja, bitte. Weil ich habe jetzt so recherchiert, Sie haben am 14. Dezember in Prag den Vertrag unterschrieben. Ja. Davor, am 10. Dezember, wurde die nicht-kommunistische Regierung der GSSR ja damals bestellt. Und am 5. Dezember davor wurde es dann mit der Grenzzaun zu Österreich teilweise abgebaut. Und der Václav Havel
wurde am 29. Dezember Staatspräsident gewählt. Also binnen weniger Wochen ist das war alles das ein dramatischer Ablauf in der damaligen Tschechoslowakei, wo sie eigentlich dann den Vertrag hatten. Wo wir voll hineingestoßen und eigentlich sind. Auf sehr dünnem Eis gestanden sind, weil, wie Sie richtig gesagt haben, mit den anschließenden Vertrag auf Vase gibt es denn noch nächste Woche? Oder ja. Wie geht das nächste Regime eigentlich jetzt dort um mit derartigen Vorhaben? Also, dass man auch die Geschichte von damals mitleben kann. Ja, ja, also Sie haben völlig recht. Die turbulente Zeit als solches hat, das würde ich jetzt im Nachhinein sagen, uns massiv geholfen. Wäre das nicht gewesen, hätten die Verhandlungen nur 2 Jahre gedauert, höchstwahrscheinlich. Ja. Aber so, wo immer neue Leute gekommen sind, waren die natürlich gezwungen, auch irgendwas zu bieten oder irgendwas Neues zu bringen. Und da war eine Aktion, wie ein deutschsprachiges Radio, das nach Neuösterreich einstrahlt, ja, eine willkommene Geschichte. Das hat den meisten gefallen letzten Endes. Zumal es ja der damaligen Tschechoslowakei, später dann der Slowakei, Geld auch gebracht hat letzten Endes. Also wie auch immer, wir haben uns dann daran gemacht, die Mannschaft zusammenzubringen. Und da hat uns der Ronny Wann, der beim ORF ja tätig war, sehr geholfen. Er hat gesagt, ja, wir hätten, es gibt noch 2 andere, mit denen wir auch gesprochen haben, die ich nicht nenne, die noch am Leben sind, die noch beim ORF sind, mit denen wir auch gesprochen haben. Aber wir haben uns damals für Gotthard Rieger entschieden, der den Programmchef machen sollte. Der Ronny Wann hat damals gesagt, der ist zwar die ganze Zeit besoffen, aber der ist trotzdem genial. Und das hat auch gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten ja die erste Zeit in Bratislava vom Studio aus gesendet. Und der Gotthard Rieger, der hat da in der Nähe von Böheimkirchen gewohnt. Der ist um 5 in der Früh rausgefahren, damit er um 4:30 rausgefahren, damit er um 6 Uhr die erste Zeit moderieren konnte. Gotthard Rieger ist ja bekannt gewesen dafür, dass er die Morgensendung beim ORF bei Ö3 gemacht hat als solches. Hat dadurch eine gute Reichweite gehabt. Ich habe ihn dann versucht zu analysieren, was seine Berühmtheit so ausgemacht haben könnte. Ich bin eigentlich drauf gekommen, die Berühmtheit hat darin bestanden, dass er nicht viel gesagt hat. Das Wesentliche, was er gesagt hat, war sein Name und dass er angesagt hat, welche Platte er jetzt spielen würde. Und das Zweite war, dass er jeden Tag die Bild-Zeitung, die haben wir auch gleich nach Bratislava liefern müssen, gehabt hat und da sind immer so Witze drinnen oder so Skurrilitäten drinnen. Und in jeder Stunde hat er 1, 2 solche Skurrilitäten aus der Bild-Zeitung gebracht. Das war das Geniale an ihm. Aber so wie er es gemacht hat, ob er jetzt, was weiß ich, 5 Bier-Intus gehabt hat schon in der Früh oder nicht, war völlig wurscht. Er hat das heruntergeklopft, das war alles perfekt als solches. Also Gotthard Rieger war der eine, den wir engagiert haben. Von Ö3 weg engagiert, dann Peter Lossack, für die Musik haben wir einen gebraucht. Lossack war ein Meilenstein. Ist mittlerweile auch schon gestorben, ja, Peter Lossack, richtig. Hat für uns dann die Musikredaktion übernommen als solches. Und ja, dann letzten Endes, Rieger hat gesagt, einen müsst ihr euch nehmen, der redet noch weniger als ich, aber der ist noch genialer als solches. Und das war der Paul Hollingdale, so ein Engländer, der bei Radio Ö3 International, das heißt, Blue Danube Radio. Blue Danube Radio, Radio, genau, Radio, ja. Gearbeitet hat. Und der ist halt ein paar Mal im Monat gekommen oder hat das, er hat auch in Wien gewohnt zum Teil und hat eben die Sendung gemacht, war auch interessanterweise bei unseren Hörern sofort beliebt. Also ich weiß nicht warum, aber es hat geklappt als solches. Wie auch immer, und dann hat uns die Radio Danubius auch geholfen, personell geholfen. Wir waren ja nicht ganz. Wo es ein Mitbewerb war eigentlich? Ja, in gewissen eigentlich Rahmen. Haben wir nie als Mitbewerber gesehen, aber wir haben, die haben eines gekonnt. Ja. Die haben zwar technisch ihre Probleme gehabt, in irgendeiner Form nach Wien zu kommen, weil das Leitergebirge das Ganze abgeschottet hat, aber sie haben eine verdammt gute Ausbildung für ihre Leute gemacht. Und da haben wir den Wurm und den Spatt bekommen von denen zum Beispiel. Der ist es, der ist mir nicht eingefallen früher. Genau. Also Walter Schneider war aber. Muss man sagen, das war ja die Antenne Austria, weil der Radio Danubius war der ungarischsprachige öffentlich-rechtliche und hat nur mit seiner ungarischen Lizenz denen Stunden zur Verfügung gestellt. Deswegen war auch das Problem von dem Sender, sie mussten immer sagen Radio Danubius und Antenne Austria, weil ja im Gegensatz zu ihren Radio damals, die ja immer quasi nur Untermieter waren. Genau. Und von der Sendernetz in Ungarn wurde ja nur Sopron nach Österreich quasi ausgekoppelt und deswegen mussten die das immer sagen. Ja. Also das war auch ein Problem von denen.
Parallel dazu, das war einmal das Grundgerüst, was wir gehabt haben, an Personal, relativ ein starkes, da kann man schon 5 Privatradios heute machen. Wenn ich mir die jetzt unterwegs sind, anschaue, könnte man sogar 10 machen wahrscheinlich mit dieser Mannschaft. Aber es waren es noch zu wenig und wir haben gesagt, jetzt brauchen wir noch junge Talente, die wir einbauen können, die wir einsetzen können in das Ganze. Und daraufhin haben wir das Theater an der Wien gemietet. Und im Theater an der Wien haben wir Rehearsals gemacht, also Vorsprechen und das Anmoderieren von verschiedenen Veranstaltungen. Das hat im Wesentlichen der Gotthard Rieger gemacht. Und davon sind einige herausgekommen, die wir dann letzten Endes in unsere Mannschaft eingebaut haben. Das ist etwas, was wir sowieso immer wieder gemacht haben. Wir haben immer wieder versucht, junge Leute zu engagieren. Eine der berühmtesten aus dieser Clique, die damals gekommen ist, ist die Doris Schretzmeier gewesen. Die hat zwar den Wettbewerb nicht gewonnen, den wir damals ausgeschrieben hatten, sie wurde Zweite, aber weil die so gut war, auch in unseren Augen gut war, haben wir sie engagiert. Und wie es dann mit Radio CD zu Ende ging, ging sie zum ORF und wurde dort Schauspielerin. Und das ist eben heute noch als solches. Aber da liegt mir jetzt eine Frage auf der Zunge, weil Sie schon gesagt haben, Sie haben das Theater gemietet. Ja. Ihr wart ja damals wirklich nur sozusagen Privatpersonen. Es war ja kein institutioneller Investor dahinter. Da frage ich mich, wer hat das eigentlich damals finanziert? Ist man da zur Länderbank oder Zentralsparkasse, die gibt es ja alle nicht mehr, hingegangen und gesagt, ich brauche einen Kredit, aber es muss ja irgendwo ein Kapital hergekommen sein. Ja, da haben Sie völlig recht. Ich darf die Zahlen ja gar nicht nennen, weil das glaubt man ist ja schon verjährt. Es ist schon verjährt. Nein, ich kann sie natürlich nennen, aber wir sind mit 2 Millionen Schillingen über die Runden gekommen, was nichts war eigentlich. Wenn man das mit den heutigen Radios vergleicht, ist das ein Schmarrn gewesen, mit dem wir da begonnen haben. Haben aber hochkarätige Leute wie eben zum Beispiel den Gotthard Rieger, den Peter Lossack oder auch den Paul Hollinel bezahlt bei der ganzen Geschichte. Wie auch immer, wir haben bei der Zusammenstellung der Personen gesagt, wir brauchen einen, der ein bisschen im Geldgeschäft drinnen ist. Und das war dieser Günther Schuster, der Bauunternehmer oder beteiligt war an einer Baugesellschaft, der selbst ein bisschen Kapital gehabt hat, nicht wirklich viel. Aber mit dem bin ich dann zu diversen Banken gegangen. Es gab 2, die dann Ja gesagt haben. Das eine war die Schellhammer Schatterer. Warum die Ja gesagt haben, weiß ich nicht, aber die sind... wahrscheinlich ist die Kirche besonders interessiert daran, in irgendwelche Nächstenliebe, ja, zu investieren. Also die haben uns dann einen Kredit zur Verfügung gestellt und das zweite war die damalige Bank Austria, nicht Bank Austria, Zentralsparkasse, Kreditanstalt. Die Kreditanstalt. Das war auch wiederum eine Verbindung zum Ronny Vaughan, der hat dort selbst einen Kredit laufen gehabt. Und also trittst du einmal mit dem dort, den Namen möchte ich nicht nennen, weil wir es geprügelt haben, der uns das Geld gegeben hat. Wie auch immer, wir sind dort hingegangen und auch die haben uns einen Kredit gegeben. Und dann haben wir insgesamt, was weiß ich, 2 Millionen gehabt, vielleicht 2,5 Millionen und damit haben wir Radio gemacht. Und was sehr schnell geklappt hat als solches, war, dass wir zu Werbeaufträgen gekommen sind. Also das war ein Tropfen auf dem heißen Stein des Radio CD. Die waren verpflichtet, dass sie eben, wenn sie Radiowerbung machen wollten, gab es nur eine Ansprechstelle und das war der ORF. Und wie die ersten Stunden gesendet wurden und man gemerkt hat, die kommen tatsächlich nach Wien herein, sind sofort die Werbeagenturen hellhörig geworden und 3-4 Wochen später haben wir schon die ersten Aufträge gehabt. Also das ist sehr, sehr schnell gegangen, dass wir da durchgreifen konnten. Entschuldigung, ich wollte nur kurz einhaken, weil... In den ersten 3 Monaten, also bis am 31. März CD gestartet hat, war ja sozusagen die Vorbereitungsphase, die Rekrutierungsphase, Sie mussten die Jingles produzieren und so weiter. Und vielleicht kann man nur kurz die Sujets von damals bitte schön einblenden, weil Sie haben ja da sehr bunte Sujets gehabt. Ich habe recherchiert, angeblich wurde, aber bestimmt, weiß ich nicht, um knapp 5 Millionen Schilling damals ganz wie mit Werbung zugepflastert. Weiß nicht, ob das stimmt, aber toll. Das war so Teile der damaligen... Sujets, also vom Design her, also sehr bunt, sehr knallig, jeder kann sich noch erinnern, das waren ja eine riesengroße Plakataktion. Also das muss ein bisschen mehr Geld im Spiel gewesen sein, als die 2 Millionen für die Plakatwende. Kann ich Ihnen alles erklären. Der Punkt war der, dass wir auch in diesem Bereich, das war jetzt eigentlich mein Part, in diesem Bereich nicht kleckern wollten, sondern gesagt haben, wenn wir schon auftreten, dann sollen die Leute auch kennenlernen.
Und der Punkt war der, dass wir gesagt haben, wir gehen zur wichtigsten, in damaligen Zeit wichtigsten Werbeagentur, die uns da helfen soll. Das war die GGK. Mhm. Haben wir es natürlich nicht so gemacht, dass wir offiziell dort dem Hans Schmidt einen Auftrag gegeben hätten und gesagt haben, bitte schön, entwirf eine Werbekampagne für uns. Das hätte uns schon einmal Millionen gekostet. Sondern wir haben uns von der GGK einen Texter und einen Grafiker gesagt, wollt ihr nicht was verdienen nebenbei. Und die sind mit ein paar Tausender Schilling heimgegangen und haben für uns mehrere Dinge entworfen. Erstens das Logo, also CD. Von einem Mitarbeiter der GGK. Mhm. Es war kein offizieller GGK-Auftrag, okay. Es waren Mitarbeiter. Und sie haben gesagt, sie setzt auf zwei Farben. Das eine ist das Pink und das andere ist das Türkis. Türkis ist heute ja sehr modern oder wieder modern geworden, wenn man so möchte. Eine Zeit lang, ja. Ja, eine Zeit lang. Ja, es hat sich schon in der Zwischenzeit wieder überholt. Aber wie auch immer. Und übrigens, was Sie hier haben, sind ja, ist bereits die zweite Welle mit 96,6. Ja. Also das ist zu dem komme ich noch später Vorschlag. Dann, ja. Und das, was Sie da so sagen, ist, wir haben Millionen investiert, stimmt überhaupt nicht. Das, was wir gemacht haben, waren, wir haben eine sehr billige Werbung damals eingesetzt, nämlich Straßenbahnwerbung. Die kriegt man um billiges Geld. Wer Werbung machen möchte, bitte, das kann ich nur empfehlen. Es war damals schon relativ günstig. Gewister, muss man sagen. Das ist die Gewister, richtig. Ja. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Tausender es waren, also unter 100.000 auf jeden Fall ist es gegangen. Haben wir die Fahrzeuge ausgestattet mit diesem Pink-Türkis als solches. Und drüber ist gestanden, schalt ein, schalt um, dreh auf und so weiter. Also immer nur kurze, prägnante Sätze, die sind eben von der GGK, beziehungsweise von dem Text der GGK gekommen. Und auf die Art und Weise haben wir das blitzartig bekannt gemacht. Wir sind dann aber sehr schnell drauf gekommen, dass das gar nicht notwendig war. Ich meine, die Initialzündung war notwendig, keine Frage. Aber sobald wir auch die ersten paar Tage gesendet haben, hat sich das wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Es ist in Wien gegangen, hat schon gehört, da gibt es einen neuen Sender. Und die alle haben es geraten im Radio, was gegangen ist, bis sie was gefunden haben. Wobei, da haben wir noch was ausgelassen. Sie haben ja noch eine Pressekonferenz im Café Stein gemacht. Ich konnte noch leider meinen vorgefertigten Ablauf nicht durchziehen durch die Zwischenfragen. Aber natürlich, die Pressekonferenz gibt es natürlich auch noch. Also wie auch immer, wir haben jetzt die Rekrutierung, wir haben jetzt, wie es zu dem Vertrag gekommen ist, wir haben auch die Werbung schon abgehandelt. Es ging jetzt um zwei Dinge noch. Das eine war eben das, was der Öffentlichkeit vorstellen im Rahmen einer Pressekonferenz. Und das zweite war, kommst du jetzt hin, das ist übrigens mein Sohn. Also die Pressekonferenz ist das eine und das zweite ist der Sendebeginn gewesen. Sendebeginn war eigentlich vereinbart mit dem tschechischen und slowakischen Rundfunk der 1. April, worauf wir dann zu fünft gesagt haben, na, der 1. April, das darf es nicht sein. Da sagt jeder, das ist ein April-Scherz. Und tatsächlich war es dann auch so, die haben gesagt, kein April-Scherz, wir fangen am 31. März an. Und tatsächlich war es dann auch so, dass im ORF das verbreitet worden ist, ich weiß nicht, wer das war, die Nora Frey, glaube ich, ja. Die Nora Frey hat den Gotthard Rieger angerufen und sagt, du bitteschön, hör auf, send ja nicht, weil das ist alles ein April-Scherz, die fangen gar nicht zum Senden an. Der Rieger hat gesagt, stimmt das, dass wir nicht zum Senden anfangen? Dann haben wir gesagt, nein, wir fangen an, pünktlich. Und ich bin dann auch mit dem Auto in Wien herumgefahren und habe auf das erste Signal gewartet und das ist gekommen. Und der Gotthard Rieger hat gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, dass ich wieder on air bin und jetzt bin ich bei Radio C on air. Also wie auch immer, das war das eine. Die Pressekonferenz, die ich noch bis jetzt verschwiegen habe, hat hier in Wien, Café Stein, stattgefunden. Das habe ich gar nicht mehr gewusst, aber danke Ihnen, sind wir so weit gekommen. Hat mit dem Direktor des slowakischen Rundfunks, auch ein Neuer, das war natürlich nicht mehr, selber natürlich auch Kommunist, aber nicht mehr, schon ein verbesserter Kommunist. Ein Soft-Kommunist, ja. Ein Soft-Kommunist. Und wir sind dort vor einem, das Steinwerk stopft voll, die sind überall hergekommen, aus der Steiermark, aus Tirol, überall, die haben mich ganz gewundert. Und wir haben das denen halt erzählt. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, das werden jetzt Titelseiten sein.
so kleine Beiträge sind geschalten worden. Unser Rechtsanwalt hat gesagt, das ist ja unmöglich. Der Standard muss ja hier doch auf die Titelseite geben und der Kopf des Tages und was der Teufel was alles. Da habe ich gesagt, ja, ich habe es auch gedacht. Aber das war nicht. Das war nicht. War aber nicht, war kein Problem. Auf die Art und Weise sind wir trotzdem locker weitergekommen als solches. Ja, und dann haben wir zu senden begonnen. Zuerst haben wir eine fürchterliche Qualität gehabt. Wir haben ja alles leider Gottes nicht ausprobieren, nicht testen können. Wir haben vom ersten Augenblick an ein volles Programm gesendet. Das Programm haben wir à la ORF eigentlich zusammengestellt. Das ist ein schönes Kästchenradius. Wir fangen mit Humtata an in der Früh um 5 und dann kommt die Morgenshow, die eigentlich die meisten Umsätze bringen sollte. Und dann wird es über den Tag und da ist alles drinnen bis hin zur Klassikmusik und so weiter. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Wir sind dann ein Formatradio geworden. Im Laufe der Zeit sind wir draufgekommen, dass es doch noch besser ginge und haben uns dann eher auf eine jüngere Zielgruppe letzten Endes kapriziert. Wie auch immer, der Anfang war holprig. Das Problem war, die Slowaken haben natürlich auch nicht genau gewusst, wie das ist, wenn man nach Österreich reinstreut mit einem deutschsprachigen Sender und haben uns die Hundsviecher eine Antenne gegeben, die unter der Leistung war, die eh genehmigt gewesen wäre, mit der sie hätten strahlen sollen. Daher bin ich nach Wien gefahren, habe mir gedacht, um Gottes Willen, durch Wien durchgefahren mit dem Auto, um im Autoradio festzustellen, wo wir empfangbar und nicht sind. Um Gottes Willen, wer soll uns da einschalten? Gott sei Dank waren wir die Ersten in diesem Gebiet hier, bitte nicht böse sein, aber Danubius oder Antenne Austria war in Wien nicht zu hören, also Die waren zwar früher da, aber sie haben bei weitem nicht das erreichen können, was wir hatten. Darf ich nur kurz ergänzen, die waren ja auf 102,0 MHz, ihr wart auf 101,8 MHz damals und es gibt ja diese sozusagen Festlegung, dass Ortssender mindestens 300 kHz Abstand haben müssen, ihr wart jetzt nur 200 daneben. Das heißt auch, was die Trennschärfe der Analogradios betroffen hat, war das auch etwas erschwerend. Ja, dieser knappe Frequenzabstand, aber war es von der Feldstärke trotzdem stärker als Danubius und Antenne Austria. Es ist aber auch die geografische Differenz ausschlaggebend. Auch die Nähe, richtig. Ja. Wir sind näher an Wien gewesen und haben von oben runtergestrahlt, während die über das Leitergebirge drüber versucht haben zu kommen. Als solches. Ja, wie auch immer, die Technik war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Wir haben gemeint, wir würden Wien erreichen, wir würden also diese 2 Millionen Stadt abdecken können als solches. Und frisch munter drauf lossenden können. Hat nicht gepasst. Düll war natürlich schuld. Der Düll war unsere Gesellschaft, der war für die Technik zuständig. Der ist geprügelt worden von allen und sagt, was hast du uns da produziert? Na, jedenfalls sind wir dem Ganzen dann nachgegangen, haben dann mit dem slowakischen Rundfunk vereinbart, dass wir A, eine bessere Antenne hinaufgeben auf den Thebener Kogel und B, eine stärkere Energieleistung dahinter stecken, damit also die Feldstärke besser werden würde. Das ist im Laufe der Zeit, also innerhalb von Monaten oder von 2-3 Monaten letzten Endes auch durchgeführt worden und das hat letzten Endes dann auch funktioniert und wir waren vernünftig empfangbar in Wien. Also wie auch immer, wir haben zu senden begonnen, die Werbeeinnahmen sind langsam aber sicher hereingekommen. Wir waren eigentlich relativ glücklich als solches mit dem, was wir zu diesem Zeitpunkt bereits erreicht haben. Haben weiter versucht, junge Leute zu engagieren, die eingebaut werden sollten in die Programmgestaltung als solches und natürlich auch, was für uns extrem wichtig war, in die Musikproduktion. Wir haben sehr schnell erkannt, dass die Leute eher Musik hören wollen als ein Gequassel von irgendwelchen Personen, die eh nichts zum Sagen haben. Wo ich nicht meine, dass jetzt unsere Moderatoren nichts zu sagen gehabt hätten, das stimmt nicht, wir haben sehr vieles. Aber wir haben auch versucht, neue Dinge hineinzubringen, wie ein Urlaubsquiz und so weiter. Das war damals relativ neu für die Gesellschaft. Und etwas, worauf, das müssen wir den Düll wieder in die Höhe heben, das war seine Idee, der gesagt hat, warum geben wir eigentlich keine Präservative auf unsere Mikrofone drauf? Wir haben selbstverständlich die Pressekonferenzen besucht, auch in Wien. Wir sind akkreditiert worden. Da waren die Politiker ja dahinter, dass man, auch wenn sie uns keine Gesetze gegeben haben, dass wir in Österreich hätten senden können, sie haben auf jeden Fall Wert darauf gelegt, dass sie für die breite Masse verfügbar waren. Und daraufhin haben wir dieses Mikrofon, ich weiß nicht, haben wir das, da ist nichts mehr drauf,
So ein riesengroßer Windschutz, wo das überproportionale das Logo mit, drauf mit war. Dem, ja. Mit dem pinkfarbenen Windschutz mit dem Logo drauf. Also da haben wir begonnen, alle anderen sind dann nachgezogen, inklusive dem ORF, der zu diesem Zeitpunkt das noch nicht gehabt hat als solches. Aber auf jeden Fall war das sehr, sehr lustig. Es war auch die Zeit, wo damals Jörg Haider groß geworden ist. Und ich kann mich noch mit Wohlwollen an die Situation erinnern, wo es eine Pressekonferenz gab und die Politiker sind da toll gestanden, auch der Jörg Haider mit Ranitzky und mit den anderen allen. Und unser Reporter war dort und der Haider geht vor aus der Gruppe hinaus, nimmt unserem Redakteur das Mikrofon weg, wo das Präservativ auf Radio CD drauf war, und heult es ins Fernsehen hinein. Das war natürlich göttlich. Also das war, der ORF ist daneben gestanden und hat dumm geschaut und wir waren mit dem Mikrofon, Entschuldigung, wir waren mit dem Mikrofon im Bild. Wobei das eine ursprünglich amerikanische Erfindung war. Es war natürlich in den 80er Jahren aber der Wettbewerb in den USA, wo natürlich jede Fernseh- und Radiostation schon das Logo als Mikrofon hatte. Genau. Also das ist und von dort hat der Düll auch gestohlen, aber es war gut gekupfert. Wir haben eigentlich nur gekupfert, wir haben alles gekupfert, wenn man es genau nimmt. Wir haben die Leute vom ORF und von der Antenne Ungarn geholt oder Antenne Schopron geholt als solches. Das Radio von außen nach Österreich einstrahlen war auch gekupfert. Das haben wir einerseits vom Wittiker in Italien oder vom Willi Weber auch in Italien geholt. Das haben wir gewusst, dass das funktioniert. Und letzten Endes hat uns der Paul Hollingdale bestätigt in der ganzen Geschichte. Der hat uns nämlich gesagt, you know what you've got. Der hat ja nur Englisch gesprochen, der Burschen. The license for radio or to make radio is the license to print money. Und das habe ich mir gemerkt damals. Das hat sehr, sehr gut geklungen. Vor allem aus den Ohren aus dem Mund eines Spezialisten, der das ja schon seit seines Lebens letzten Endes gemacht hat. Da wollte ich noch zum Jahr 1990 sagen, stimmt, um 5.15 Uhr, da waren Sie ein Frühaufsteher, hat Radio CD zu senden begonnen am 31. März. Man muss sagen, das war auch das erste Privatradio in der damaligen Tschechoslowakei. Es gab davor nichts. Erst am, das würde ich ergänzend sagen, am 10. Juni ist nämlich Fanradio, das war sein französisch Joint Venture, auf Sendung gegangen, wo quasi ein Mantelprogramm von Satellit aus Paris übernommen wurde und dann ergänzt mit einer slowakischen Eigenproduktion. Das war eigentlich der zweite private, hat man auch bis Wien hineingehört. Bis heute gibt es ihn noch auf 94,3 MHz. Aber am 1. Juni 1990, also eigentlich sehr knapp nach dem Start von Radio CD, wurde dann der Schopronner Sender abgekoppelt und hat dann nur mehr die Antenne Austria nach Österreich eingestrahlt. Also ich vermute mal, das war auch von ihrem Mitbewerb damals untereinander jetzt eine erste Reaktion auf CD, wo sie dann quasi über Schopron nach Österreich die Antenne Austria eingespielt haben. Und eins wollte ich Sie noch fragen, Sie haben in der Hofmogelgasse auf 156 Quadratmeter ja auch ein Büro eröffnet, weil die ganze Verwaltung, hat es schon von Anfang an gegeben, vom Dezember, vom Jänner, dieses Büro, weil Sie brauchen ja auch Verwaltungspersonal dazu. So ist es. Der Punkt ist der, die Hofmogelgasse war nicht die erste Station. Die erste Station war im ersten Bezirk die Hohenstaufengasse. Dort hatten wir, ich glaube, auf 200 Quadratmeter ein Büro, das sehr, sehr schnell aus den Nähten geplatzt ist. Da haben wir schon gewusst, es funktioniert nicht. Wir haben immer geglaubt, für Radio machen braucht man ein Studio und eine Antenne selbstverständlich. Und dann braucht man, wie Sie sagen, in der Verwaltung irgendjemand, der Rechnungen schreibt an die Werbekunden. Lohnbuchhaltung und so weiter. Ja, natürlich. Also wie auch immer, wir haben das so konzipiert gehabt, dass wir in einem Büro, das der Österreichische Nationalbank übrigens gehört hat, und das wir erst niedergelassen haben und parallel dazu in Bratislava eben die Studios gehabt haben, letzten Endes zwei Studios. Unsere Redakteure sind immer hin und her gependelt, das war Murz drum Arbeit und die Verwaltung als solches ist bei uns gewesen. Sobald fünf Redakteure bei uns im Büro waren, ist es eng geworden, haben wir gesagt, gehen wir ins Kaffeehaus. Also das ist nicht anders gegangen zu diesem Zeitpunkt als solches. Jedenfalls sind wir dann in größere Räumlichkeiten in die Hofmockelgasse ausgewichen und haben eine Zeit lang dort Hof gehalten, kann ich eigentlich schon fast sagen. Denn das ist auch der Zeitpunkt gewesen, wo andere Leute aufgewacht sind, unter anderem der jetzige Landeshauptmann von Salzburg-Haslauer. Er war damals noch reiner Rechtsanwalt, sein Vater war Landeshauptmann, aber er selbst war Rechtsanwalt, hat also ein paar Interessenten vertreten. Er ist angereist, der Willi Weber ist angereist, die Antenne
Austria ist angereist, wir haben uns alle in der Hofmockelgasse getroffen und es ist der Wunsch aufgetaucht, wir müssen die Situation jetzt ändern, wir müssen schauen, dass wir zu österreichischen Lizenzen kommen, wir müssen das Radiogesetz zu Fall bringen, dieses Monopolradiogesetz. Der ORF hat natürlich das nicht betrieben, sondern jetzt versucht im Gegenteil zu bremsen, weil er hat ja natürlich wunderbar gelebt, wenn es keine Alternative gegeben hat. Jedenfalls haben wir uns da zusammengesetzt und das ist dann auch der Herr, wie hat der geheißen, der Rechtsanwalt vom Heider, mit B-Funk da an. Wie auch immer, also der Anwalt von Heider ist auch gekommen, und weil der Heider wollte das politisch natürlich vermarkten, haben wir dann die Klage verfasst in Straßburg. Und diese Klage als solches wurde betrieben und hat dann letzten Endes noch 2, 3 Jahre Recht bekommen. Und das Privatradiogesetz wurde in Österreich geändert. Es wurden also auch private Lizenzen freigegeben zur Ausschreibung. Das ist aber eine Stufe später. Ja. Das war schon Mitte der 90er Jahre. Das war dann schon später. Genau, weil ich wollte nämlich schön noch chronologisch bleiben, weil es hat das Jahr 91 hat an und für sich für Sie recht gut floriert. Da gab es noch keine sozusagen sich abzeichnenden Quälereien. Erst das Jahr 92 hat aus meiner Sicht schon erste Anzeichen an gröberen Veränderungen mit sich gebracht, weil was ist dort passiert, abgesehen davon, dass der damalige ÖOC in die Lugner City eingezogen ist mit seinem Clublokal. Wir wollten ergänzen, schade, dass der Lugner nicht da ist, weil im September 1990 wurde die Lugner City eröffnet damals, als Vorgeschichte dann. Und im Jahr 92 hat sich ab Sommer schon abgezeichnet, nämlich die Trennung der beiden Staaten, Tschechische Republik und die Slowakei. Das war schon im Sommer, gab es ja schon die ersten Anzeichen. Manche hatten Angst, dass das irgendwie, ich will nicht sagen, nicht blutig, aber doch mit Reibereien stattfindet, was dann Gott sei Dank nicht war. Also es ist wirklich eine relativ brüderliche Trennung gewesen, dass sich diese zwei Staaten, die ja, für die sich noch der Kreisky ja gesagt, Lennarts Geschichte, eigentlich ein Konstrukt war, weil zu der Monarchie gab es ja die Tschechoslowakei nicht, die wurde erst mit den Friedensverträgen nach dem Ersten Weltkrieg ja, wurden eigentlich zwei Völker sozusagen zu einem Staat zusammengefügt, die sich dann trennen wollten. Ihr, ich sage es trotzdem, privater Mitbewerb, die Antenne Austria, hat damals am 9. November seinen Sendebetrieb eingestellt und am 11. November hat die Antenne Austria Konkurs angemeldet, 1992. Also dort hat sich schon abgezeichnet, einerseits eine wirtschaftliche Problematik, weil die hatten, glaube ich, ursprünglich das Studio im 15. Bezirk, mussten über Postleitung nach Budapest das Signal schicken, von Budapest mit dem Richtfunk zurück nach Sopron. Dann mussten sie zum Schluss im Jahr 92 ein Haus mieten in Sopron, weil sie die Leitung nicht mehr gehabt haben. Und dann im Endeffekt, glaube ich, war es dann ein wirtschaftliches K.O. Werden Sie wahrscheinlich wenig dazu wissen. Aber doch, Mitbewerb, genau, ich wollte nur kurz das Jahr noch beschreiben, dann können wir gerne über das Thema reden. Das heißt, dieser Mitbewerb war aus Ihrer Sicht einmal weg und es drohte schon eben der Staat, wo Sie Ihren Sender hatten und Ihr Studio, nämlich die Tschechoslowakei, sich zu trennen. Und wie haben Sie auf das reagiert? Einerseits, dass die Antenne Austria in Konkurs gegangen ist und dass sie schon eine staatliche Änderung abgezeichnet hat in Pressburg. Also Sie haben zu Recht gesagt, das ist mit uns bergauf gegangen. 91 war ja schon ein sehr gutes Jahr, also das Jahr nach dem Sendebeginn. Allerdings haben wir dann begonnen, auch ein bisschen Größenwahn zu entwickeln. Wir haben angefangen zu expandieren. Das Erste, wobei ich sagen muss, wir selber waren vielleicht gar nicht die Größenwahnsinnigen, sondern die Bank war eigentlich größenwahnsinnig, nämlich die Bank Austria, die hat gesehen, dass bei uns das Geld floriert. Haben gesagt, du, wir hätten da ein Studio, wolltest du nicht in das Studio einsteigen? Haben wir gesagt, ja, Studio könnte man brauchen. Dann könnte man Sendungen vorproduzieren in dem Studio und diese vorproduzierten Sendungen kann man in der Nacht ausstrahlen, was immer auch als solches. Das war ebenfalls wiederum ORF. Robert Obratko hat ein Studio betrieben, das nicht sehr gut gegangen ist, das haben wir aufgekauft und haben dann im, ich glaube in Benzing war das Studio, haben wir dieses Studio betrieben als solches. Das war der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist aus der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, aber Spaß hat es uns schon gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben eine Fluglinie gekauft, beziehungsweise eine Hubschrauberfirma. Der Punkt war der, der Gotthard Rieger hat immer gesagt, das ist ein Wahnsinn, ich muss schon die mal... Helikopter Flight Gebhardt GmbH. Ausgezeichnet, Sie wissen das alles viel besser als ich. Ich habe noch mehr da drinnen, keine Sorge.
Jedenfalls, es wäre doch viel schöner, wenn ich nicht mit dem Auto da nach Bratislava fahren müsste, sondern wenn ich mit dem Hubschrauber hinfliegen könnte. Das würde viel schneller gehen und der Grenzübertritt wäre nicht so problematisch als solches. Ja, dann haben wir halt die Hubschrauberfirma gekauft als solches. Das war damals kein Problem. Ja. Das ist halt so vonstatten gegangen. Der Gotthard Rieger ist, glaube ich, zweimal geflogen insgesamt, dann war es ihm irgendwie zu blöd, weil die Formalitäten doch irgendwie anders waren, ist er wieder mit dem Auto gefahren. Aber das war der Hubschrauber. Der zweite war der, dass die Verbindung, wie Sie, wenn Sie ansprechen, die Trennung zwischen Prag und Bratislava, wir hatten ja noch mit Prag einen Vertrag aufrecht, der musste dann in irgendeiner Form beendet werden und in Bratislava neu gemacht werden. Und zu dieser Beendigung des Vertrages und zur Ausgestaltung des Neuen sind wir mit dem Hubschrauber nach Prag geflogen. Das waren die beiden einzigen wichtigen Dinge, wo der Hubschrauber zum Einsatz gekommen ist, den wir gehabt haben. Wie auch immer, das war die zweite wahnsinnige Idee. Und dann kam die Expansionsidee und jetzt bin ich wieder bei der Antenne Austria, dass wir gesagt haben, ja, wir sind zwar schön da in Wien, aber viel schöner wäre es, wenn wir den ORF österreichweit ein bisschen Konkurrenz machen könnten. Und diese Konkurrenz ist nur im Zusammenschluss mit anderen Stationen möglich gewesen. Und da haben wir uns dann wieder zusammengefunden. Die Antenne Austria, der Willi Weber, MM2 und der Tirol war schon tot damals. Wobei ich sage, MM2 war kein Privatsender, sondern das war ja ein staatlicher Sender von, so wie wir, vom slowenischen Rundfunk. Ja. Und das wurde damals von Franz Schmidt. Aber Franz Gassen, weiß ich nicht, Schmidt, ja. Das Büro kommt in Graz. Und Radio MM2 war eigentlich der allererste Sender vor der Antenne Austria, der viele Teile des Ostens Österreichs Ballungszentrum versorgt hat, mit einer Frequenz. Ja. Er konnte damals praktisch von Maribor ausgehen. Vielleicht können wir noch kurz von dir das noch einblenden. Wir haben noch so eine Frequenzskala, die du schon seit Jahrzehnten magst, vielleicht noch kurz aus der damaligen Zeit einblenden. Ich weiß nicht, ob man sieht, 1990 gab es zum Beispiel über 104 MHz noch keinen einzigen Sender. Das war damals noch nicht freigegeben. Das heißt, das Frequenzband war noch relativ dünn. Im Gegensatz zu heute ist ja UKW wirklich komplett zugestopft, unter Anführungszeichen. Deswegen war es auch möglich, den MM2 in Wien mit einem besseren Antennenaufwand aus Marburg noch hier zu empfangen. Heute ist es schon undenkbar, weil natürlich das ganze UKW-Band schon so zugepflastert ist, dass dieser Fernempfang, dieser UKW-Fernempfang, den Sie damals hatten, immer schwieriger wird. Jetzt kann ich aber ergänzen bei der ganzen Geschichte der MM2, das war uns auch bewusst, dass der den Süden relativ gut abdecken konnte. Und aus dem Grund haben wir den MM2 gekauft. Also wir haben uns mit dem Herrn Schmidt dann getroffen, da auf halber der Strecken. Der hat ein bisschen Geld gekriegt dafür, dass er die Rechte an uns abgetreten hat und wir sind nach Marburg gefahren und haben mit den Personen dort die entsprechende Vereinbarung unter Dach und Fach gebracht. In weiterer Folge, wir haben großen Wert auch darauf gelegt, dass unsere Mitarbeiter ständig weitergebildet werden, haben wir die MM2-Leute, die haben wir nicht verändert dort. Der Gotthard Rieger ist ein paar Mal im Hobby gefahren, um unten zu moderieren. Haben wir zu uns geholt und haben sie auf unser Programm geschult. Wir haben MM2 beibelassen, wir haben nicht Radio CD daraus gemacht aus MM2, ganz bewusst aus dem einfachen Grund, weil im Süden, sprich Grazer Raum als solches, MM2 letzten Endes ja einen bekannten Namen bereits gehabt hat. Und worauf ich aber jetzt hinaus wollte und wo ich gesagt habe, da kommen jetzt wieder die anderen ins Spiel, war der Zusammenschluss der Privatradios. Wir wollten den ORF zumindest peripher Konkurrenz machen und haben die Radios zusammengefasst in einem Radioverbund als solches. Da war eben die zuerst die Antenne Austria noch dabei, MM2 war dabei, der Willi Weber war dabei und das war Radio Uno, oder? Das war noch Radio, Radio Uno. Ich glaube, Radio Uno war noch in Kärnten, genau. Aus Italien. Also, es ist auch so, der Rieger hat ein paar Mal auch von Kokau ist die Sendestation, oder das Studio von Willi Weber gewesen, hat ein paar Mal von Kocka aus moderiert. Und wir haben auch Leute von ihm bei uns in Bratislava letzten Endes gehabt. Also da haben wir einen Radioverbund zusammengestellt, der aber nie so richtig funktioniert hat, muss ich ehrlich sagen. Der Einzige, mit dem es wirklich gut weitergegangen ist, war eben der Willi Weber. Das war sogar so weit, dass wir gesagt haben, wir schalten die Frequenzen zusammen. Einmal sind nicht der, dann sind nicht der andere. Und was glauben Sie, wo wir uns getroffen haben? Am Schriebenstein haben wir uns getroffen.
weil sie ja sozusagen ungarisch stämmig sind. Wir sind das Schriebenstein, die höchste Erhebung des Burgenlands, und dort waren wir oben, das ist so ein Turm, und dort haben wir beide Programme empfangen können. Und dann haben wir gesagt, da könnte man, jetzt braucht man nur noch mit den Ungarn reden, da so einen Austausch machen da. Und da könnte man eigentlich die beiden Radios zusammenführen als solches. Ist es aber auch nicht dazu gekommen, es war nur ein Versuch. Aber wie war das damit mit Antenne Austria und der Konkurs am 11. November 1992? Da konnten Sie auch noch was dazu sagen, das war ja doch auch ein gewisser Mitbewerb. Da kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Wir haben es nicht wirklich als Mitbewerb empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber jedenfalls hat der Westermeier damals für die Antenne Austria noch den Versuch unternommen, sein Radio zu retten, und hat gesagt, er ist bereit, es an uns zu verkaufen, an uns weiterzugeben. Er möchte dafür aber eine Abgeltung haben, die ungefähr dem entsprechen würde, was wir für 1% von Radio CD verlangen würden als solches. Also es ist nicht zustande gekommen, und daraufhin war Ende mit der Antenne Austria. Ich kann mich noch bei der Antenne Austria an das erinnern, es gab an sich 3 Antenne Austria-Einstrahlungen. Es gab eben die aus Schopron, die 102,0. Dann gab es die Antenne Austria Süd, die war auf 104,2. Und dann gab es noch eine, glaube ich, am Brenner auf 88. So. Also das heißt, es gab doch, man hat versucht, hier mit, aus 3 verschiedenen Richtungen Österreich zu versorgen mit Antenne Austria. Ne? Gut. Und, aber es hat ja, mit, ja, wir reden heute über den Wiener Radiomarkt, und die hatten ja hier keine Relevanz. Ja, ich sage nur, deswegen war ja das sozusagen für Sie. Ist das so nicht ein Weckruf vielleicht, oder haben Sie das so hingenommen, okay, jetzt gibt es die halt nicht mehr? Und wir haben es eher hingenommen, wie gesagt, wir haben die nicht so wirklich ernst genommen. Muss ganz, weil Sie ganz waren ja wirtschaftlich noch sehr gut zu dem Zeitpunkt. Wir waren eigentlich wirtschaftlich sehr gut. Es blieb ja nicht nur bei dem Radio MM2 und so weiter, sondern wir haben ja weiter expandiert. Und zwar ein sehr großes Radio, ich war mit übernommen zur Hälfte, zu 50%, das war Rock FM in der Slowakei. Monte Carlo auch? Moment, ja, bitte schön, lassen Sie es mir nur sagen. Okay, ja. Also wir haben Rock FM übernommen, das war weitaus größer als Radio Monte Carlo, und sind dort mehr oder weniger die Geldgeber gewesen, betrieben haben es die Slowaken in slowakischer Sprache. Und ja, der Sender läuft heute noch, rennt hervorragend, gehört uns oder den ehemaligen Betreibern von Radio CD nicht mehr, weil uns der slowakische Rundfunk ausgetrickst hat bei der Gelegenheit. Das nächste, wo wir noch investiert haben, kam ebenfalls von der Bank Austria, die gemeint hat, wir sollten uns doch etwas im Süden festsetzen, das würde uns Prestige und Blue Press geben und weiß der Teufel was, würden wir doch Radio Monte Carlo kaufen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben also 2 Millionen dort investiert. Das ist uns eigentlich relativ billig erschienen. Schilling bitte, nicht Euro, sondern Schilling. Relativ billig erschienen, dass wir bei Radio Monte Carlo einsteigen. Wir haben Senderechte zu 100% bekommen. Und wir hätten zusätzlich noch den Zugang zum Fürstenhaus gekriegt, um diese Blue Press, also die Yellow Press heißt es bei uns, nicht Blue Press, Yellow Press, mit zu gestalten. Nur Zeitung oder das Illustrierte wollte man keine machen, das haben wir weggelassen. Haben wir gesagt, okay, schauen wir uns, lassen wir uns einmal nieder. Wir haben uns dort Wohnungen gekauft in Monte Carlo, haben auch 2 Leute unten gehabt, die das Ganze versucht haben, in die Gänge zu bringen. Nur es ist zu keiner Ausstrahlung von unserer Seite aus gekommen, bis wenn wir drauf gekommen sind, es ist für uns jetzt unmöglich geworden, das zu handeln. Wenn wir uns auf Radio CD konzentrieren und Rock FM eventuell noch und MM2, dann ist das mehr als genug. Monte Carlo, lass mal lieber sein. Das Geld ist weg, aber fort mit Schaden letzten Endes. Also Monte Carlo ist nichts geworden, leider Gottes oder Gott sei Dank, muss man sagen. Weil dort hätten uns wahrscheinlich verblutet. Die sind ein bisschen gewiefter gewesen, als wir es waren. Wir waren ja doch ein bisschen naiver, wenn man ganz ehrlich sagt, von Anfang an. Ja, also das waren die Initialdingen. Und dieser Radiokomplex, dieser Zusammenschluss der Privatradios rund um Österreich, der wurde natürlich auch begleitet durch entsprechende Marktforschungsmaßnahmen. Wenn man zur Werbeindustrie kommt, muss man natürlich Reichweiten nachweisen können. Das hilft nichts, dass man sagt, wir haben den und hat schöne Büdeln, die man vorzeigt, sondern man muss sagen, ich habe in Wien 20% Reichweite, in Graz 15% und so weiter. Und dann kauft es. Und das haben wir dann auch getan. Wir hatten das Gallup-Institut, Kamersin, der berühmte Name Kamersin ist jedem geläufig mittlerweile. Es war der Vater damals noch, der das betrieben hat. Das hieß damals auch noch Gallup.
Und der hat uns damals in Wien 23% gegeben, bei weitem das stärkste Radio nach Ö3. Radio Wien ist auf 8% runtergesackt und wir sind auf 23 oben gewesen. Und wie ich dann bei einem späteren Prozess, den wir gemeinsam mit dem Kammersin geführt haben, bin ich mit ihm wieder zusammengekommen und er hat gesagt, ich habe in Wirklichkeit noch mehr gehabt, aber das habe ich mir nicht getraut auszuweisen. Also wir waren damals wirklich verdammt gut am Weg in Wien als solches und ja, wir hätten noch besser werden können als solches, wenn wir nicht so uns zu verzetteln begonnen hätten, sondern wenn wir uns konzentriert hätten auf das Radio CDR als solches. Ja, jetzt ist der große Komplex, den wir noch nicht behandelt haben in diesem Zusammenhang, außer Sie haben wieder, oder wollen und wollen heute. Also. Nein, ich habe ein bisschen vorrecherchiert, ja. Ich würde jetzt zur Lugner City kommen, wenn Nein, das dauert ja noch. Das dauert ja noch. Nein, wir haben ja noch eigentlich schon das erste Krisenjahr, das war nämlich 1993. Das Jahr hat begonnen mit der Trennung Slowakei und Tschechische Republik. In diesem Jahr hat Ihre Drehscheibe GmbH sich mit der CD Holding AG ja fusioniert. Moment, so ist es nicht. Ja, muss ich also, ein bisschen reizen. Aber es war ja eine Aktiengesellschaft. Das, was Sie vorher aufgezählt haben, war ja eine Aktiengesellschaft. Immer schön langsam mit die Füße ins Wasser. Also wir waren eine GmbH. Und für die GmbH sind diese ganzen Aktivitäten, die wir gesetzt haben, also Zukauf von dem, Zukauf von jenem, Zukauf von dem und so weiter, einfach war die GmbH zu klein. Wir sind daher zu einem Finanzberater gegangen, Eckert in Baden oder wieder Neuschner Baden, hoch angesehen, ebenfalls von der Bank Austria uns empfohlen worden. Die Bank Austria war unsere Hausbank. Wir sind von der CA gekommen, Bank Austria übernommen. Also die haben uns damals gesagt, wenn ihr was anderes machen wollt, und das ist sinnvoll, dass ihr neue unternehmerische Größen findet, dann empfehlen wir den Herrn Ecker. Wir waren also bei dem Herrn Ecker und der hat es sich angeschaut, hat die ganzen Akten ist er durchgegangen und kam nach einem Monat oder was zu dem Entschluss und gesagt, was Sie brauchen ist eine Aktiengesellschaft, ist für alle Beteiligten einfacher, weil die können mit Aktien einsteigen. Die kaufen Anteile in Form von Aktien und wenn sie zukaufen, dann sind das halt Tochtergesellschaften, die in der Aktiengesellschaft, in dieser Holdinggesellschaft eingegliedert sind. Und das haben wir dann durchgeführt. Das heißt, diese CDI Holding AG, die gegründet worden ist, hatte die Drehscheibe GmbH als eine der Töchter, aber dazu gehörte dann letzten Endes das andere auch noch, das Rock FM und wie die alle geheißen haben. Also das war ein Vorschlag des Finanzgenies, Ecker, den wir von der Bank Austria hatten und das haben wir auch durchgezogen. In dieser Aktiengesellschaft bin dann ebenfalls ich als Vorstand nominiert worden mit dem Günter Schuster gemeinsam, der ebenfalls Vorstand war. Und wir haben das von da an die Aktiengesellschaft weiter betrieben als solches. Ja, die Drehscheibe GmbH, die wir ursprünglich gegründet haben, wie gesagt, ist bedeutungslos geworden zu diesem Zeitpunkt. Wenn Sie jetzt noch was dazu sagen wollen, dann... Nein, ich habe noch recherchiert, die hat ja, glaube ich, damals das Grundkapital von 500.000 Schilling gehabt, die Drehscheibe, die CD Holding, ja. 12 Millionen Schilling, was eigentlich für die damalige Zeit doch schon ein beträchtliches Kapital ist, eigentlich die 12 Millionen Schilling haben nicht gestimmt, das waren 30 Millionen Schilling. Da waren es sogar noch mehr. Und das weiß ich, weil dieser schlaue Mensch von der Bank Austria hat ja unsere Anteile, die wir gehabt haben, hat sich angeschaut und hat gesagt, das sind jetzt nicht die 100.000 wert, also ein Fünftel von den 500.000, sondern jeder Anteil ist 7 Millionen wert mittlerweile. Und hat dann diese 7 Millionen, der konnte das war eben wie gesagt ein Finanzmann, hat das umgewandelt und damit haben wir das Grundkapital von den 30 Millionen gehabt, letztendlich 35 waren es eigentlich genau. Also wie auch immer. Wir waren glücklich, weil wir plötzlich reich geworden sind, ohne ein bisschen was Geld, jetzt haben wir schon, aber 2-3 Jahre und die Geschichte ist trotzdem recht gut gegangen. Also das war diese Umwandlung in die Aktiengesellschaft als solches. Und dann Sie sind dann in die Kaiserstraße übersiedelt. Ich wollte sagen, und dann kam Lugner. Also im 93er Jahr. Na, dann kam Lugner, denn dem Lugner gehört die Kaiserstraße. Und der Lugner hat gesagt, Freunde, ich würde gerne bei euch einsteigen, was ist, wenn es einmal zu mir ins Büro kommt. Und dann sind wir von der Hofmokl in die Kaiserstraße übersiedelt. Ich habe da in der Kaiserstraße, was hat er gesagt,
setzt euch einmal dort rein. Ich verrechne euch ganz minimale Miete, aber wir wachsen zusammen. Jedenfalls, wir sind dann in die Kaiserstraße übersiedelt. Das war die zweite, nach der Hohenstaufengasse in die Hofmorkelgasse, von der Hofmorkelgasse in die Kaiserstraße. Haben dort relativ gut gelebt als solches. Und das Radio ist also relativ gut weitergegangen, bis wir ins 94er Jahr gekommen sind. Noch nicht ganz, noch nicht weil ganz, gut. Den ersten Rückschlag hatten Sie im September 93. Und zwar, glaube ich, sehr genau detailliert recherchiert, dass am 24. September das Telekommunikationsamt in der Slowakei schon, glaube ich, einen Mangel an der Abstrahlung von 101,8 festgestellt. Und am 30. September 93 gab es die erste Abschaltung von Radio CD. Die Begründung damals war, dass eben der Sendebetrieb nicht korrekt ist, das heißt keine korrekte Antennenabstrahlposition, zumindest war das die offizielle Begründung, und eine nicht konforme Abstrahlung nach dem berühmten Genfer Wellenplan. Das heißt, am 30. September 93 gab es das erste Jeh-Ende. Radio CD wurde sozusagen aus der Slowakei damals abgedreht. Ja, ich war der Meinung, das war 94, aber das war das zweite Mal. Sie sind wesentlich besser bei, offensichtlich als ich. Also dazu kann ich noch eines anderes sagen. Diese Abschaltung als solche wurde uns vom Direktor des slowakischen Rundfunks angekündigt. Er rief eines Tages an und sagt: Bitte kommt, ich muss euch abschalten. Das nicht ernst genommen eigentlich. Ich habe gesagt, ja, das läuft aus, am 1. Dezember dann ist aus, da geht nichts mehr. Wir sind zurückgefahren und dann haben wir gesagt, was sollten wir machen. Dann haben wir recherchiert einmal, wie es zu dieser Abschaltung also gekommen sein soll oder wie gekommen ist. Sie sagen also nicht konforme Ausstrahlung. Das nicht konform war einmal, dass wir eine erhöhte Sendeleistung gehabt haben. Das haben wir bewusst damals initiiert. Das war das eine. Das zweite war, dass wir in deutscher Sprache gesendet haben. Und ein Programm des slowakischen Rundfunks, des slowakisch sprechenden slowakischen Rundfunks war. Es hat in der Zwischenzeit eine Reform, eine Gesetzesreform gegeben in der Slowakei, wo Slowakisch als einzige Staatssprache anerkannt war. War nicht gegen uns gerichtet. Wir hatten uns ja versucht, hier abzusichern schon, indem wir den Sohn des Premierministers beschäftigt hatten. Und die Geschichte war aber die, dass der damalige Ministerpräsident die Ungarn draußen haben wollte. Die Ungarn sind eine Minderheit in der Slowakei, eine sehr starke Minderheit in der Slowakei, und hatten damals Ungarisch als zweite Staatssprache. Und der wollte es loswerden. Der wollte nicht, der wollte nur die Slowaken haben und hat gesagt, das Slowakische ist die einzige Nationalsprache, alles andere existiert nicht. Daraufhin ist dann ein findiger Abgeordneter im Parlament auf die Idee gekommen, dass man das nutzen könnte und dass es ja jemanden geben könnte, wie zum Beispiel Radio Twist, die diese Frequenz 101,8 ganz gerne gehabt hätte. Und hat eben das rechtlich durchgesetzt, dass er gesagt hat, Radio CD ist Teil des slowakischen Rundfunks, der slowakische Rundfunk ist eine Staatsorganisation, Slowakisch ist die einzige Staatssprache, daher muss der nur in slowakischer Sprache senden. Aus, Ende, basta. Ja, das war das Ergebnis, mit dem wir konfrontiert worden sind, und dann ist es halt haarig geworden. Ich habe daraufhin den österreichischen Außenminister Alois Mock aufgesucht, der war nicht da, aber ich habe gewusst, dass er nicht da war, ich habe gewusst, dass er zurückkommen würde. Ich bin also vom Bundeskanzleramt, wo auch das Außenministerium drinnen ist, gestanden und habe auf ihn gewartet. Er ist aus New York von der UNO gekommen, kommt herein, und sagt, Herr Außenminister, wir brauchen Ihre Hilfe. Also Radio CD habe ich noch gesagt, hat er gesagt, ja, bitteschön, kommen Sie gleich mit. Das war der Alois Mock, muss ich dazu sagen. Ja, kommen Sie gleich mit, hat mich gleich mit eingenommen mit seinem ganzen Tross hinauf in sein Büro. Warten Sie, ich habe jetzt noch mit dem Jacques Delors, der Jacques Delors war damals der Delegierte der EU, hieß noch nicht EU, EWG hieß das, glaube ich, damals. Mit dem muss ich noch konferieren kurz und dann eine Pressekonferenz halten, aber danach habe ich Zeit für Sie. Ich bin dort im Vorzimmer gesessen und der hat mit dem Jacques Delors verhandelt, hat dann eine halbe Stunde später seine Pressekonferenz gegeben und dann hat er mit mir darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, die Slowaken wollen uns abschalten, ob er uns nicht helfen könne auf diplomatischem Wege. Er hat gesagt, na warten Sie, ruf gleich einmal den slowakischen Außenminister an. Hat vor mir den slowakischen Außenminister in New York angerufen, der hat geschlafen, weil das war
ungefähr in New York, nach schlafender Zeit, den hat er aus dem Bett geholt und hat mit dem ein bisschen gesprochen, auf Französisch kann ich mich noch erinnern. Und ja, und dann sagt er, ja, sie werden in 14 Tagen wieder eingeschaltet. Aber das ist nicht für ewige Zeit, sie müssen eine andere Lösung finden als solches. Wie auch immer, wir haben keine andere Lösung gefunden. Und dann Sie haben eine befristete Lizenz damals bekommen bis Ende 93. Ja, und wir hatten, bis dorthin hätten wir die Zeit gehabt, irgendeine Lösung zu finden, die wir aber nicht zusammengebracht haben. Wir wollten unbedingt in Deutsch, das war die Hürde, dass wir in deutscher Sprache senden und letzten Endes ja, ist es nicht gegangen. Vielleicht kann ich noch ergänzen, weil Sie gesagt haben, die ungarische Minderheit in der Slowakei, da kann ich ja vielleicht auch etwas dazu sagen, in Ihren Prospekten damals von 1990, kann ich mich noch erinnern, ist immer von Pressburg die Rede gewesen. Nach 30 Jahren ist dieser Name eigentlich verschwunden bei uns. Wir sagen nach wie vor Bratislava. Die wenigsten wissen, dass es vor 1918 ja den Namen Bratislava eigentlich nicht gegeben hat. Das ist eigentlich ein Kunstname, weil die Stadt war ja früher mehrsprachig Ungarisch. Deutsch und Ungarisch. Es war auch die Krönungsstadt der ungarischen Kaiser früher. Und wenn Sie in Ungarn sind, und wenn Sie in Ungarn sind, werden Sie dort keine einzige Straßentafel sehen, wo Bratislava umsteht, sondern Pozsony. Weil die Stadt heißt auf Deutsch Pressburg. Und ich kann mich noch erinnern, früher noch ist in Wien überall Pressburg gestanden. Wir sagen ja heute noch Pressburger Bundesstraße oder die Pressburger Bahn. Und die Ungarn sagen Pozsony, weil den Namen Bratislava hat es eigentlich erst nach 1918 gegeben. Es ist ein Kunstname unter Anführungszeichen. Und das wollte ich nur deswegen ergänzen, wie schnell der Begriff auch im Sprachgebrauch in Wien eigentlich auch mehr oder minder verschwindet. Die wenigsten kennen noch Pressburg und sagen Bratislava, aber vor 30 Jahren war das noch gang und gäbe, da hast du nicht Bratislava gesagt, sondern Pressburg. Das wollte ich noch einwerfen und es stimmt, dass die Slowakei mit den ungarischen Minderheiten nach wie vor noch ein Thema dort hat. Immer noch und nach wie vor politische Spannungen sind und deswegen verstehe ich, dass damals auch dieser Sprachenkonflikt Sie vielleicht nur ein Kollateralschaden waren, sondern eigentlich wollte ich sagen, jetzt reden wir Slowakisch und alles, weil sonst hätte man den Ungarn wahrscheinlich ja auch in der Slowakei dann eigene Sendefrequenzen zugestehen müssen in ungarischer Sprache und das war wahrscheinlich auch die Angst, die dann in diesem Jahr mitgespielt hat. Abschließend noch, wie ist es dann weitergegangen? Stimmt, im Oktober haben sie dann wieder senden können. Und so wie es kolportiert wurde, glaube ich, sie haben sogar 500.000 Schilling Verlust pro Tag gehabt, weil natürlich die Werbekunden verunsichert waren, weil es war schon alles gebucht. Speziell die Weihnachtszeit ist ja eine sehr starke Werbezeit, wo auch ihre Werbekunden sagen, na, was ist jetzt, wie sicher ist das jetzt? Jetzt hat es wieder auf Sendung, was passiert, wenn das wieder abgeschaltet ist? Also ich glaube, die Werbewirtschaft war sehr verunsichert damals. Die Werbewirtschaft war total zerstört. Es waren Werbeagenturen, die uns sogar vorfinanziert haben, die haben ein paar Prozente gekriegt, wenn sie eine gebuchte Werbung für einen Kunden aus der Markenartikelbranche bei uns bereits vorbezahlt haben. Das haben einige Werbeagenturen in Anspruch genommen und wir konnten die Aufträge nicht mehr erfüllen. Das war eine Katastrophe schlechthin. Und dann wiederum zu starten, war noch einmal schwieriger, jetzt diese Leute, die wir vor den Kopf gestoßen haben, wieder zurückzugewinnen. Aber da sind wir jetzt wieder einen Schritt weiter schon. Dazwischen muss ich noch diese Zeit, so unangenehm sie auch war, wo wir nicht senden konnten, bestrahlen. Wir sind herumgesessen und haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Wir konnten nicht senden als solches. Wir hatten eine Radioaktion laufen, wo wir Unterstützer, die Leute haben uns gestürmt, haben angerufen. Es ist vorne bis hinten immer Sympathiekundgebungen da gewesen. Das hat das ganze halbe Jahr mehr oder weniger angedauert. Das hat nicht aufgehört letzten Endes. Und dann kam, wie gesagt, noch einmal Lugner. Wir haben letzten Endes auch eine gute Idee gehabt, um aus diesem Dilemma herauszukommen mit der Frequenz, die der slowakische Rundfunk in deutscher Sprache ausstrahlt. Und zwar, es kam die Übersiedlung in die Lugner City, die nicht eine räumliche Übersiedlung das auch war, aber es ging darum, dass das Studio in Wien ist und nicht mehr in Bratislava im Gebäude des slowakischen Rundfunks. Da hatten wir folgende Lösung gefunden. Der slowakische Rundfunk hat letzten Endes auch ein bisschen mitgespielt bei der ganzen Geschichte. Der wollte uns ja nicht verlieren, der konnte ja nichts gegen die Politik machen.
Wir hatten das Studio im 16. Bezirk in Wien. Von diesem Studio wurde mit einer Postleitung auf einen Satelliten gesendet. Vom Satelliten ging es hinunter zum Thebener Kogel und vom Thebener Kogel kam das Signal terrestrisch wieder zurück. Das heißt, der slowakische Rundfunk als solches war als Produktionsstudio nicht mehr notwendig. Darf ich nur vielleicht für eine Frage noch präzisieren? Wir haben jetzt einen kurzen Sprung noch gemacht. Sie waren ja noch auf Sendung, 93, ja, bis Silvester. Und glaube ich, mitten im Donauwalzer, das war genau quasi am 31. Dezember 93, 1.1.94, mitten im Donauwalzer hat man dann abgedreht. Und danach hat ein slowakischer Regierungssprecher zitiert, Radio CD sende vom Territorium der Slowakei aus, ohne Registrierung, das ist jetzt die Übersetzung, die Sendung an sein Teil als Piraterie einzustufen, so wurde das damals verkündet. Das höre ich jetzt das erste Mal, aber es ist schön, dass Sie mir das sagen. Ja, ja, das, also das war damals die politische Rechtfertigung, Jahreswechsel, ja. 93-94, wo Sie wieder abgeschaltet wurden. Da war der Studio noch in Pressburg oder Bratislava sozusagen. Ja. Und dann im Februar, weiß ob das stimmt, ob Sie dann, glaube ich, eine Tochtergesellschaft in der Slowakei gegründet haben, das habe ich nur bei der Recherche gefunden, aber im Februar 1994 wurden Sie informiert, dass ihm die Sendelizenz schon im Oktober 1993 abgelaufen ist. Vielleicht muss man da unterscheiden, der slowakische Rundfunk war ja nur das Studio. Die Abstrahlung selber, der Sender, war ja eine andere Betreibergesellschaft. Das war, glaube ich, die Telekom damals noch, die slowakische Telekom. Ja. Und die Abschaltung war ja nicht das Studio, was betroffen hat, sondern die Sendelizenz der Telekom. Das muss man vielleicht jetzt präzisieren. Die hätten gern weiter produziert im Studio, aber im Endeffekt die Sendelizenz des alle technischen Dienstleisters. Gerne, aber die Politik hat nicht mitgespielt bei der ganzen Geschichte, weil es eben Leute gegeben haben, die andere Interessen verfolgt haben. Die Interessen bestanden in erster Linie daran, selbst eine Lizenz zu haben und mit der Radiofrequenz entsprechendes Geld zu machen letzten Endes. Aber wie auch immer, es wurde, auch das ist wieder eine wahrscheinlich österreichische Lösung, mit dieser Abstrahlung über den Satelliten und dann direkt zum Temeskikovila hinunter und dann wieder zurück herüber, wurde eine Art Lösung gefunden, wo man gesagt haben, in Wirklichkeit verletzt man die österreichischen Gesetze nicht und die slowakischen auch nicht. Also irgendwie haben wir das zusammengebracht, es wurde dann wieder eingeschaltet, wir haben eine andere Frequenz gekriegt, die sie hier eingeblendet hatten, die 96.6 als solches. Und es konnte auf diesem Weg eben weitergesendet werden. Das war genau das Stichwort nämlich von Herrn Lugner gewesen, weil am 15. Juli 1994 haben sie in der Lugner City das Studio eröffnet, ja, und von dort eben über den Satelliten nach Pressburg auf den Thebener Kogel, genau, hingestrahlt. Und das, ja, war jetzt meine Frage, wie ist man auf die Idee gekommen, weil sie hatten ein halbes Jahr Zeit, also von Silvester bis Juli, in der Lugner City ein Studio zu bauen. Das ist ja, glaube ich, heute der KFC drinnen. Ja. Wer hatte die Idee eigentlich? Wie war die Geschichte in der Lugner City, dieses Radiostudio? Ich glaube, das war das allererste Radiostudio in Österreich, was außerhalb eines Rundfunkgebäudes war. Ja, also der Punkt war ja der, dass wir ja die Problematik gekannt haben, weswegen wir abgeschaltet wurden. Das war uns geläufig. Ja. Der zweite Punkt war der, dass wir das Hin und Her fahren zwischen Wien und Bratislava eigentlich alle satt hatten, nicht nur die Redakteure, die das selber machen mussten. Auch wir von der Administration wollten das eigentlich nicht mehr. Und der dritte Punkt war der, dass der Lugner, wir kennen ihn alle, der ja sehr, wie soll man sagen, öffentlichkeitsnah auftreten möchte, sich immer gewünscht hat, ein eigenes Studio in seinen heiligen Hallen zu haben und erstens darauf hinweisen zu können, zweitens alle 5 Minuten dort aufzutauchen und zu sagen, ich bin auch da. Also wie auch immer, er hat es dann eh bleiben lassen. Also so war es ja nicht. Aber er war schon ganz glücklich, wenn er im Wirtshaus daneben gesessen ist, das war ein Grieche, kann mich noch erinnern, und gesagt hat, das ist mein Studio, oder ja, wie auch immer. Jedenfalls der Lugner, wir waren damals ja schon ausgeblutet, wir haben kein Geld mehr gehabt, der Lugner hat das Studio finanziert, wir haben es ihm dann sukzessive zurückzahlen müssen, aber auf sehr moderate Art und Weise. Jedenfalls ist das Studio in der Lugner City dann unsere Heimstätte geworden. Und das hat einen riesen Vorteil auch gebracht. Es sind nicht nur Nachteile mit der ganzen Geschichte verbunden. Wir konnten alles neu gestalten. Das, was wir früher gehabt haben, wir haben 6 oder 7 Musikprogrammierer gehabt, ist weggefallen. Wir haben, glaube ich, den ersten Selektor eingesetzt, den es gegeben hat. Das ist eine Computersoftware, die die Musik automatisch generiert, wenn man das so programmiert, dass man... Genau.
Also wie auch immer, das war da. Die Schule war viel leichter zu betreiben als die in Bratislava drüben. Und jeder Trottel, zum Beispiel ich, konnte sich dort hineinsetzen und hat nur auf den Knopf drücken müssen und ein bisschen ein Plätzchen reden. Und schon ist es gegangen. Ja. Also das war relativ einfach zu bedienen. Ich habe das Vergnügen gehabt, dort einige Leute zu begrüßen. Nicht nur den Herrn Armin Assinger, der damals den Riesenslalom Super-G gewonnen und da haben wir ihn begrüßt im Studio. Auch den Herrn Bundeskanzler Wranitzky beispielsweise oder den Vizekanzler Schüssel, der gekommen ist. Es war ein Vergnügen, die Leute alle vor Ort zu haben und mit ihnen kurz zu plauschen oder danach zumindest einen Kaffee zu trinken als solches. Hat mir persönlich relativ viel gegeben und also wenn solche Leute gekommen sind, bin ich aus dem Büro hinunter und habe sie begrüßt. Es war interessant, mit ihnen zu sprechen und da konnte man die einzelnen Charaktere auch ein bisschen besser kennenlernen, wenn man so will. Ja. Also Schüssel beispielsweise, der, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, der hatte damals als Außenminister das Problem, dass er irgendwo in einem Hintergrundgespräch den bundesdeutschen Finanzchef als richtigen Trottel bezeichnet hat. Und irgendein Redakteur, ich glaube von Falter oder von sonst irgendwo, der hat, obwohl es ein Hintergrundgespräch war, das nicht an die Öffentlichkeit sollte, hat das breitgetreten und der Schüssel hat dann große Schwierigkeiten gehabt, das zu rechtfertigen vor der Kamera. Solches. Also ich habe gesagt, das ist eine Schweinerei, das macht man nicht. Und wie ich dann mit ihm selber gesprochen habe, hat er mir gegenüber genau ähnliche Dinge gemacht. Der Wranitzky ist ja schon völlig fertig, den kannst du vergessen. Der bringt ja nichts mehr und so weiter. Also hätte ich solche Dinge an die Öffentlichkeit getragen, wäre es genau der gleiche Blödsinn. Da habe ich dann gewusst, der Falter-Redakteur hat recht gehabt, dass er ihn da aufgebladelt hat, weil der ist wirklich so, der war wirklich so als solches. Ja. Und beim Wranitzky ähnlich, der Wranitzky hat uns ja nicht unbedingt geliebt als solches. Wir haben nicht in sein Schema reingepasst. Ja. Wir waren also für ihn immer noch die Piraten und wir waren immer noch nicht wirklich das geliebte Kind bei ihm. Mit dem war es eher sehr förmlich, die Angelegenheit. Ja. Wir waren existent, es war Wahlkampf und deswegen musste er bei uns auftreten. Das ist ihm gar nicht anders übrig geblieben, weil wir ja doch 300.000 Leute am Tag ungefähr erreicht haben. Da ist er nicht dran vorbeigekommen. Ja, oder auch der Kaspar Einen beispielsweise, den hat man mit fast am Halsbandl herzahnen müssen ins Studio, weil er freiwillig nicht gekommen war. Aber dann ist er relativ freundlich wieder gegangen. Also es gab tausende Leute, mit denen man gesprochen hat und so weiter. Oder zum Beispiel, es war ja lustig mit der FPÖ, der Maischberger ist gekommen und da haben wir vorher schon geredet, da sind wir vorher dort gesessen und da war damals gerade dieser Anschlag, nein, der, wie hat der geheißen, dessen Sohn, ein Abgeordneter aus dem 22. Bezirk, dessen Sohn bei irgendwelchen Indianerspenden festgenommen worden ist und gesessen hat, jedenfalls gesessen ist, der Name fällt mir leider nicht ein, das ist leider das Alter. Dem Maischi habe ich gesagt, ja, da bei dieser Bombe in Ebergassing, das war gerade die Zeit, wo in Ebergassing eine Bombe gelegt worden ist, da hat man einen Zettel gefunden, wo drauf stand, Freiheit Schimanek, so hat er geheißen, Freiheit für Hans-Jörg Schimanek, den Zettel hat man gefunden. Und der Trottel, der Maischi, sagt das im Radio, ich habe das erfunden, ich habe ihm das nur unterschoben. Der hat gesagt, ja und übrigens, das waren die anderen und da ist ein Zettel gefunden worden mit Freiheit für Hans-Jörg Schimanek. Das war ganz bewusst auf den 20. April, Hitlers Geburtstag, so abgestimmt, dass der Sender dort in die Luft gehen sollte als solches. Ja. Also diese Dinge, das sind so die kleinen Geschichten, die einem ein bisschen Freude machen dann im Nachhinein, wenn man das betrachtet, wie man da Meinung machen kann, wenn man wollte. Also wie auch immer, wir haben damals in der Lugner City residiert und das Studio mehr oder weniger vor der Tür gehabt, was eine sehr angenehme Angelegenheit war. Das heißt, auch die Verwaltung ist dann hingezogen in die Lugner City von der Kaiserstraße. Von der Kaiserstraße in die Lugner City gezogen. Wir haben ein wunderschönes Dachgeschoss gehabt. So wie der ÖOC damals. Ja. So wie der Journalistenclub damals. Allerdings auf der anderen Seite, Gablinsgasse Richtung. Und dort haben wir eigentlich ganz gut gearbeitet. Ja. Oder viel Freude gehabt. Und wenn ich richtig recherchiert habe, im August 1994, das war dann aus Ihrer Sicht wirtschaftlich eigentlich ein blutiges Jahr, weil die CD Holding, glaube ich, in den Ausgleich gegangen. Ich glaube, der Herr Lugner war ja auch im Vorstand der CD Holding, nein, oder? Nein, war nie.
War er nie im Vorstand, war nur beteiligt. War Aktionär und war nie Vorstand. Also war immer, wir haben ihn damals gesagt, er soll in den Aufsichtsrat gehen, nicht Vorstand, sondern Aufsichtsrat. Und er ist dann auch im Aufsichtsrat gewesen, zusammen mit, also von den Gründungsmitgliedern haben wir auch einen Vertreter drin gehabt, zwei sogar. Und bei den Recherchen habe ich gesehen, sie waren, glaube ich, mit 30 Millionen Schilling überschuldet und ich glaube, sogar 80 Millionen wurden scheinbar damals vom Gericht anerkannt. In Ethas Dimension, also neben der Gebietskrankenkasse, das ist einer der klassischen Gläubiger, angeblich auch der heurige Zimmermann. Stimmt das? Hat er da eine Beteiligung gehabt? Oder ist das Zimmermann hat keine Beteiligung gehabt. Wen haben wir beim Zimmermann? Heurige meine ich da. Ja, der heurige Zimmermann, ja. Hat keine Beteiligung gehabt. Wen haben wir dort ein Fest einmal gehabt und dass dort vielleicht was nicht bezahlt worden ist, kann ich mal, ist denkbar. Aber dann ist es eigentlich nur sehr marginal gewesen. Wurde dann damals die Nachfolgegesellschaft, nämlich die CD City Radio GmbH, dann gegründet, waren die CD Holding eigentlich in Ausgleich gegangen? Also sie haben ja irgendein Unternehmen ja gebraucht für Radio CD dann. Naja, also das Wort Ausgleich ist ja nicht zutreffend. Das war kein Ausgleich, zumindest kein gerichtlicher Ausgleich. Wenn, war es ein außergerichtlicher. Und die CD Holding AG hat weiter bestanden bis zu ihrer Abschaltung im 96er Jahr. Aha. Und im 96er Jahr wurde dann die CDI wiederum vom slowakischen Rundfunk oder von der Telekom rausgeschmissen und dann war es aus, also dann ist nichts mehr gegangen. Aber ein Jahr hatten sie ja noch dazwischen, 95, ja. Also mit 1. Januar 95 ist Österreich der Europäischen Union beigetreten. Im Jahr 95 wurden sie auch ins Wiener Telekabelnetz eingespeist auf 92,7 MHz, das heißt auch noch eine zusätzliche Reichweite zur Terrestrik. Ja, und dann kam eben das Jahr 96, also da hat man noch ein bisschen Luft gehabt, unter Anführungszeichen, wo sie noch ein bisschen was erwirtschaften konnten. Und ich habe da aus dem Jahr 96 einige Bonmots noch recherchiert. Damals ist auch in den Medien das Gerücht umgegangen, dass der Herr Lugner ein Einkaufsradio machen wollte aus CD. Manche haben damals gesagt, jetzt wird die Mausi Lugner vielleicht dort moderieren. Also da hat es das einige interessante Bonmots gegeben. Und Sie werden lachen, aber der Lugner wollte uns die Mausi wirklich eindrucken. Das wollte ich ihm ja heute alles fragen. Ja, nein, der hat ganz im Ernst, also ich, wie wir damals in der Lugner City eben auch die Administration hatten, bin ich ja regelmäßig in seinem Büro gewesen, wir haben uns immer ein bisschen unterhalten. Mit Lugner habe ich mich immer gut verstanden. Und ja, und hat er gesagt, nein, das war doch die Mausi, die kennt doch, und das, was könnte die Mausi? Naja, die Mausi, die redet ja gut, und warum sollte die nicht einmal auch vor dem Mikrofon? Also bitte, Herr Baumeister, die Mausi ist sicher eine höchst interessante Frau, aber die Hörer wollen Stimmen haben und Stimmen, die kriegt man nicht von einem Tag auf den anderen. Also jedenfalls, er hat es versucht, aber nicht mit großer Vehemenz und auch nicht mit einem, das hat er übrigens nie betrieben, obwohl er Geld hineingesteckt hat in das Radio, hat er nie wirklich darauf gedrungen, Sachen durchsetzen zu wollen und zu müssen als solches. Das Einzige, wo er wirklich großen Wert darauf gelegt hat, war, dass wir in die Lugner City die letzten Endes übersiedelt sind und dass wir auch dann dort das Studio betrieben haben. Das ist aber zu beider Vorteilen gewesen. Also da kann man nicht sagen, er hätte uns was aufgedruckt, sondern das hat auch uns geholfen damals als Radiobetreiber, als solches. Nein, also Mausi, wie gesagt, hat nicht moderiert und sie hat genauso wie er vom Griechen vorne heraus und zuschauen können, wie unsere Leute, unsere Redakteure das Ganze gemacht haben. Es gab ja auch das Radio-CD, genau, schräg vis-à-vis in der Lugner City, was ich mich erinnern kann. Ja, ja, das ist ja, das waren wir. Das hat, wen hat denn das also eigentlich gehört? Das Café-CD, das war ein normaler Gastronomiebetrieb, ja, haben nein, das eigentlich war, gehört? Natürlich, das war auch eine Idee vom Lugner, ja. Wo er gesagt hat, ja, wir können ja Kaffee machen. Und dann machen das Kaffee-CD in demselben Design, in selben Farben, stimmt, kann ich mir noch habe ich schon vergessen erinnern. Gehabt, da haben Sie völlig recht. Ja. Das war ja vis-à-vis vom Studio, in demselben Stockwerk drinnen. Ja. Schräg vis-à-vis, ja. Also das Jahr 96, da hat sich schon abgezeichnet, dass eben die Slowakei ihr Programm quasi mehr oder minder, glaube ich, nicht als öffentlich-rechtlichen Sender angesehen hat und eben die Entscheidung kam, die politische, alle fremdsprachigen Sender abzuschalten, also da hat sich auch schon das war schon vorher, aber wie auch immer, das wurde dann auch zum Anlass genommen, also dass er diese Regelung mit dem Studio da und nur nach Bratislava runterstreuen, das ist trotzdem ein Programm des slowakischen Rundfunks,
also eine Frequenz des slowakischen Rundfunks. Mhm. Und das war dann letzten Endes auch das Ende als solches. Das war dann im September dann das traurige Ende. Das heißt, in der Nacht auf den 3. September, so wie das recherchiert, hat der Vertreter der slowakischen Telekom einfach noch angerufen und gesagt, um Mitternacht drehen wir ab. Ja. Und somit war eigentlich am 3. September 96 dann definitiv das Ende für immer von Radio CT, so wie man es kannte, terrestrisch. Sie haben dann, glaube ich, auch noch Beschwerde eingelegt. Das haben wir, glaube ich, noch geklagt beim EuGH und es gab dann noch zivilrechtliche Klagen. Aber was dann war, so wie ich es recherchiert habe, im Jahr 97 dann, wollte man ja noch weitermachen. Weiß nicht, ob das auch wieder stimmt, denn es hat ja in Wien einen bekannten Wiener Autohändler gegeben, der da auch mit eingestiegen ist. Als Programmleiter. Der ist nicht eingestiegen, sondern der hat ein Privatdarlehen gegeben, aber es war nicht eine Beteiligung in dem Sinne. Also ein Darlehen nur, damit man weiter genau. wirtschaften kann und noch Kapital hat zum Weitersenden. In der Hoffnung, dass er das Hochverzins zurückbekommt. Na, es gab auch, glaube ich, im Jänner 97 noch vom Direktor des slowakischen Rundfunks irgendeine Zusage, man ist ja bemüht, aber scheinbar hat das dann, so wie ich auch jetzt recherchiert habe, nicht Früchte getragen. Nein, es war auch absehbar. Es war auch schon selbst verkorkst eigentlich schon die Situation. Völlig richtig. Selbst wenn es funktioniert hätte, dass es wieder eingeschaltet worden wäre, wir hätten auf österreichischem Boden nimmer mehr die Füße vom Boden gekriegt. Wir hätten keine Werbeaufträge mehr bekommen. Wir haben die Leute vor den Kopf gestoßen seinerzeit mit der ersten Abschaltung. Bei der zweiten wäre es schon zu viel gewesen. Wir hätten das Vertrauen nicht mehr gekriegt. Und was noch ganz wesentlich ist, was dazugekommen ist, es sind in Österreich ja die Privatradios da gewesen. Das, wofür wir eigentlich gekämpft haben, ist dann für alle gut rausgegangen, nur für uns nicht. Der Steiermark aber. Steiermark und Salzburg. Nein, es hatte mehr. Ja, genau. Und dann in weiterer Folge, wir wollten ja eine Wiener Lizenz oder eine niederösterreichische Lizenz haben als solches, haben wir auch nicht gekriegt. Ich habe mich damals bemüht, ich habe gewusst, Österreich ist eine politische Entscheidung und bin zu den jeweiligen Pressesprechern der beiden Großparteien gegangen, also ÖVP und SPÖ war das damals. Das eine war der Wilhelm Molterer von der ÖVP und das andere war der Josef Czap von der SPÖ. Und ich bin überall mit hoher Protektion angereist und im Parlament gewesen. Der Molterer hat gesagt, na selbstverständlich, seid ihr die Einzigen, die Radio machen könnten. Und ja, völlig klar, das ist... Ihr müsst ja wieder eine Lizenz kriegen, eine österreichische. Ich bin schon häufig zufrieden hinausgegangen. Wie wir sie nicht gekriegt haben, habe ich dann einen Bekannten, das war der Otmar Karas, gefragt und habe gesagt, um Gottes Willen, wir vergessen auf euch. Wir haben euch leider nicht auf der Liste gehabt. Und der Josef Czap war gerade heraus. Ja, der Josef Czap, da bin ich mit einem Gewerkschafter hingegangen und der mir den Termin auch vereinbart hatte. Der hat gesagt, ja, wissen Sie, wenn Sie in Österreich Radio machen wollen, dann müssen Sie entweder rot oder schwarz sein. Und Sie sind keines von beiden, also vergessen Sie uns mehr oder weniger. Das war der Hintergrund. Ja. Nein, es gab ja noch einen Rettungsversuch im Jahr 97, weil die Frequenz, na klar, die war weg, weil im Juni 97 hat ja Slovensko 1 auf 96.6 dann also das slowakische öffentlich-rechtliche Programm zu senden begonnen, so wie die ehemalige 101,8, der damals an Twist gegangen ist. Ja. Also die Frequenzen waren einmal weg, aber am 1. April 1997 haben sie mit dem Studio in der Lugner City, mit eben der CD City Radio GmbH, das CD City Radio produziert, was aber ausschließlich im Wiener Telekabelnetz drin war. Also die 92.7 hat es dann noch im Kabelnetz, im Telekabelnetz damals noch gegeben. Und das war ja sozusagen ein Hoffnungsträger, später eine terrestrische Frequenz noch zu bekommen. Aber das muss ja eigentlich wirtschaftlich ein totaler Zusammenbruch gewesen sein, weil wer wirbt nur für ein Kabelradio? Es wirbt niemand im Kabel und das, wie Sie zu Recht sagen, das war nur eine Platzhalterfunktion, die da war. Es ist ja auch hauptsächlich Musik gespielt worden, das war durch die neue Technologie durchaus möglich, das über einen Computer zu generieren und da brauchte man nicht wirklich viel investieren für so etwas. Aber Sie haben völlig recht, das war reine Platzhaltergeschichte, die nichts gebraucht hat. In weiterer Folge hat dann Radio Energy die Lizenz gekriegt, wo wir minimals beteiligt waren. Und das war dann ein Jahr später, also im Jahre 98. Ja. Das war auch für den IOC ein trauriges Jahr, weil im Jänner 98 haben wir den Brand gehabt in unserem Clublokal in der Lugner City drinnen. Das war im Jänner 98.
Und zwei Monate später wurde dann eigentlich das CD-City-Radio endgültig zu Grabe getragen, weil am 31. März 1998 um Punkt Mitternacht wurde dann dieses Kabelradio eigentlich klanglos abgeschaltet um Mitternacht, eben weil, wie Sie gesagt haben, Radio Energy hat dann mit 1. April 1998 eben die Sendelizenz für den terrestrischen Sendebetrieb bekommen, hat das Studio dann übernommen in der Lugner City drinnen. Da wollte ich Sie noch fragen, wurde das dann verkauft? Hat man da noch wirtschaftliche Verflechtungen gehabt oder war das eine ganz eine neue Betreibergruppe, die gesagt hat, ich kaufe euch das ab und hat mit euch nichts mehr zu tun? Eine völlig neue Betreibergruppe, die mit uns nichts mehr zu tun gehabt hat. Und wir selbst als Radio CD Holding AG hatten noch einen 5%igen Anteil an einem Radio in Oberösterreich. Ich muss eins hinzufügen, wir haben uns bei jedem Radio in Österreich eigentlich beworben. Wir haben 9 Bewerbungen abgegeben, für jedes Bundesland eine, und kriegt haben wir nichts, außer die 5% mit den Oberösterreichern gemeinsam. Aber 5% haben uns eigentlich nicht interessiert, wir wollten eigentlich Radio machen. Und die Oberösterreicher haben gesagt, sie wollen selber Radio machen und uns haben sie eigentlich nur mit hineingenommen in ihre Bietergemeinschaft, damit wir Ruhe geben in Oberösterreich. Ja, das war eh nicht unser primäres Interesse. Unser primäres Interesse wäre Wien oder Niederösterreich gewesen als solches. Ich darf aber jetzt vielleicht noch die letzte Geschichte zu einem positiveren Ende zu bringen. Der Rechtsstreit, ja, der ist natürlich von uns weiter betrieben worden als solches. Wir haben auch mit dem Masseverwalter seinerzeit Gespräche geführt, bis der Masseverwalter gesagt hat, naja, er hat seine Funktion eigentlich nicht mehr, sieht er eigentlich nicht mehr und er wird dann nichts weiter machen, weil das würde ja alles Geld kosten. Und da hat mein Vorstandsmitglied gemeint, er würde das auf eigene Rechnung weiter betreiben, sprich eine gerichtliche Verfolgung der Slowaken, weil sie uns zu Unrecht abgeschalten, nach unserer Meinung zu Unrecht abgeschalten haben. Und der hat das auch weiter betrieben, muss ich sagen. Er hat gesagt, er würde das also für die Betreiber von Radio CD, Lugner ist da mit dabei gewesen, der ist ja tatsächlich, der war zum Beispiel Gesellschafter, der ist wirklich eingestiegen, würde er das weiter... Der CD Radio aber dann... Nein, der Lugner ist schon vorher eingestiegen. Bevor wir übersiedelt sind, okay. Ist er persönlich mit Geld eingestiegen. Er hat uns damals, glaube ich, 2 Millionen Schilling oder was zur Verfügung gestellt. Wie auch immer. Und er wird es weiter betreiben. So, und dieser Prozess als solches wurde über mehrere Instanzen und über mehrere Richter, wir haben den schon mehrfach gewonnen. Wir haben schon Anfang 2000 gewonnen gehabt. Dann haben die Slowaken wieder gesagt, der Richter war befangen, wird ausgewechselt, der Prozess wird neu aufgerollt. Also es ist eine Horrorgeschichte. 2010 war es dann entschieden und die Entscheidung in Bratislava hat so ausgesehen, dass das Gericht dort entschieden hat, dass wir Recht hatten, also die Betreiber von Radio CD, und dass wir Anspruch auf Entschädigung hätten. Und die haben die Entschädigung berechnet und haben gesagt, wir müssten von der slowakischen Telekom 135 Millionen Euro bekommen. Die Telekom hat gleich gesagt, sie wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiter prozessieren, weil die 135 Millionen zahlen sie nicht. Sie wären aber bereit, im Rahmen eines Vergleiches 35 Millionen Euro, nicht Schilling, sondern Euro zu bezahlen. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben die 35 Millionen Euro bezahlt und das Geld habe aber leider nicht ich kassiert und auch nicht der Lugner, deswegen sind wir beide ziemlich sauer. Das Geld hat sich mein Co-Geschäftsführer von Radio CD unter den Nagel gerissen und hat es geteilt mit jemandem, der ihm geholfen hat bei den Prozessen. Also er selber hat noch 17,5 Millionen gehabt und die sind aufgegangen jetzt in eine Liegenschaft in Monte Carlo, beziehungsweise in Reihenhäuser in Polen, die er auch gebaut hat. Jedenfalls Lugners Rechtsanwalt selber hat gesagt, der das ja rechtlicherweise von unserer Seite aus betrieben hat, es hat wenig Sinn, in Monte Carlo zu klagen, um an das Geld heranzukommen. Weil erstens kriegt man nichts mehr, weil der wird nichts mehr besitzen. Und zweitens muss man da zuerst in Paris zu bestechen beginnen, damit man in Monte Carlo gewinnt. Also haben wir nichts mehr gemacht und damit ist die Geschichte eigentlich beendet. Und das war eigentlich das Ende eigentlich dieser das Idee Ende. Aus dem Sommer 89, kann man sagen. So ist es, ich ja. Im Firmenbuch recherchiert, im Jahr 2003 wurde dann die CD Holding gelöscht. Doch die CD City Radio GmbH wurde dann im September 2003 sozusagen endgültig als Firma stillgelegt. Und das war eigentlich das Abschluss
dieser Idee von damals. So ist es. Das war der Masseverwalter, der das löschen hat lassen. Ja. So ist so, es. Und bevor wir zu den Publikumsfragen kommen, noch abschließend nach dieser langen Zeitreise, so Ihre persönliche Erinnerung an die Zeit, das war ja wirklich, muss ich sagen, abenteuerlich. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, solche Vorgänge, politischen Umbruch und die Jahre danach, auch in Österreich mit der Entwicklung eben des Medienmarktes in Österreich. Es war tatsächlich abenteuerlich. Es für mich persönlich war es eigentlich das Schlüsselerlebnis für mein ganzes Leben, muss ich dazu sagen. Es ist auch in eine Zeit hineingefallen, wo die Welt im Umbruch war. Die Revolution im Osten, das Freiwerden dieser Länder letzten Endes, die ja mittlerweile zu einem Teil in der EU sind als solches. Und die Riesenchance, etwas völlig Neues zu machen, das noch dazu einen bestimmten Stellenwert gehabt hat und das in der Lage war, also hunderttausende Menschen zu bewegen. Das war großartig für mich eigentlich, die Zeit damals. Spannend, danke für die Erinnerungen. Gerne.